Hallo und herzlich willkommen zu Lach- und Schachgeschichten. Mein Name ist Jan Gustafsson. Heute haben wir wieder eine actiongeladene Folge. Zwei weltbekannte Gäste. Ein anderer Schachgroßmeister, der als Joker fungiert, wie ich auch, Heath Ledger, Jack Nicholson-Style. Heißt er Jack Nicholson? Ich glaube schon. Jetzt geht's los. So, wir könnten diesen Jingle vielleicht noch ein bisschen kürzer machen, finde ich. Herzlich willkommen zu Lach- und Schachgeschichten. Nachdem ja letzte Woche keine Lachfolge war, stehen wir natürlich heute sehr, sehr unter Druck zu unterhalten. Und das Problem, was wir haben, ist, wir haben leider keine lustigen Gäste. Dafür aber sehr, sehr kompetente. Und als erstes begrüße ich sehr herzlich einen deutschen Schachnationalspieler, den vielleicht besten Lübecker Spieler aller Zeiten, einen ehemaligen Schützling von mir, denn sonst kommen keine Leute in die Sendung, wenn sie nicht tief, tief, tief in meiner Schuld stehen. Und ich denke, so muss man es sagen. Herzlich willkommen, Großmeister Rasmus Swane. Ja, hallo. Rasmus, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin gerade vom Schachturnier zurückgekommen. Ich bin ein bisschen platt, ehrlich gesagt. Was für ein Schachturnier? Ja, ich habe gerade, gab's die Qualifikation für den World Cup. Ah, okay, okay. Ja, da also sieben Tage Schachturnier. Und ich habe es tatsächlich geschafft, da durchzukommen. Also ich darf jetzt zum World Cup fahren. Das heißt, das halt, wenn man den World Cup dann gewinnt oder zweiter Platz schafft, dann qualifiziert man sich halt fürs Kandidatenturnier. Und wenn man da dann gewinnt, dann kann man gegen Magnus Carlsen antreten im Weltmeisterschaftskampf. Ja, und Glückwunsch. Das war die erste Hürde überstanden. Ja. Das war online oder warum zurückgekommen? Wurde es online gespielt, aber du musstest irgendwo zentral sein, wo ein Schiedsrichter ist? Wie funktioniert sowas heutzutage? Ja, genau. Also normalerweise vor Ort, aber wegen Corona ist es so stattgefunden, dass die ganzen Spieler eines Landes haben sich zentral in ihrem Land getroffen und dann haben wir gegen die Spieler aus den anderen Ländern gespielt übers Internet und wir mussten uns da zentral treffen, damit die Schiedsrichter überprüfen könnten, dass niemand schummelt. Ja. Wie macht man das zentral? Sitzt ihr alle in Berlin dann irgendwie im Emanuel-Lasker-Haus oder wo trifft man sich da? Nee, also in Deutschland ist das meistens in Magdeburg im Maritim-Hotel haben wir uns getroffen. Oh, da. Die feinen Herren. Finden viele Turniere statt in Deutschland, ja. War ich auch vor kurzem im Maritim-Hotel, sehr nah am Bahnhof, sehr nah am McDonald's, also sehr gut gelegen. Ja, Glückwunsch zur Qualifikation. Ja, danke. Das ist natürlich nichts schachlich im Vergleich zu dem, was heute auf dich zukommt. Denn heute musst du bei dieser harten Challenge, die wir vorbereitet haben, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir haben zwei Contestants, die gegeneinander spielen, die uns dreimal pro Partie konsultieren dürfen, also drei sogenannte Großmeister-Joker haben und diese natürlich weise wählen müssen. Rasmus, meinst du, du bist dieser Aufgabe gewachsen? Also ich muss sagen, ich mache sowas zum ersten Mal. Also ein bisschen mal sehen, wie es läuft. Aber ich glaube, ich werde meinem Schützling helfen können. Ein bisschen. Dann lernen wir doch gleich deinen Schützling kennen. Dein Schützling ist Just Johnny. Johnny, wie sprechen wir dich an? Bist du Just Johnny, LPG, Just Johnny? Wie ist dein offizieller Internetname? Ja, ich habe immer Zeitprobleme mit Schach, deswegen machen wir es doch möglichst zeitknapp einfach mit Johnny. Das passt sehr gut. Hallo Johnny, erzähl uns von dir. Ich weiß, dass du League of Legends mäßig unterwegs bist, warst. Auf Twitter steht, du bist jetzt Influencer. Wie werde ich Influencer? Ist eigentlich meine Frage. Ich will auch Influencer sein. Ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ne? Also ich habe versucht, auch wegzurennen. Ich habe alles gegeben, aber es hat leider nicht richtig geklappt. Joke aside, ich bin tatsächlich vor 5 Jahren nach Berlin gekommen, um League of Legends zu kommentieren und bin jetzt 5 Jahre später ein bisschen meinen eigenen Ding hinterhergegangen. Das heißt, ich mache jetzt einfach YouTube, Twitch, auf Twitch auch immer noch sehr viel League. Ich habe jetzt aber halt eben 30 Tage Schach gespielt, habe jetzt auch zum Beispiel 30 Tage TFT hinter mir.
Und habe ja dem Spiel schon die Zähne ausgebissen und als Belohnung darf ich jetzt heute hier hinkommen. Also ich, natürlich wurden aber 30 Tage gewartet seitdem. Das heißt, ich bin jetzt nicht super im Saft, aber ich habe gerade gehört, wer an meiner Seite steht, also da mache ich mir wenig Sorgen. Ja, da hast du wahrscheinlich einen Vorteil, die bessere Beratung. Aber dein Gegner hat den Vorteil, dass er und ich ja eigentlich ein eingespieltes Team sind. Tim Heinke, Tim, wir haben ja schon Stunden miteinander gesprochen. Wir verstehen uns eigentlich blind, oder? Also ich denke, wir können da die Schachunterlegenheit kompensieren. Ja, ich habe halt bloß ein bisschen Schiss, dass wir halt in unserem Großmeister-Joker-Zeit halt nicht über Schach sprechen, sondern über Trash-TV. Ne? Das kann passieren. Zusammenreißen. Princess Charming, schon gesehen, ersten beiden Folgen? Natürlich, klar. Alles klar. Ja. Die Leute werden immer böse, wenn wir es länger als 10 Sekunden machen. Tim, was macht deine Schachkarriere seit Zugzwang? Bist du dabei geblieben? Warst du aktiv? Hast du die Zeit gefunden für Schach? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ich ich spiele immer schön fleißig Schach, mache meine Taktikaufgaben, guck immer schön Schach auch. Also ich gucke vor allem sehr gerne Schach. Gestern natürlich, war es gestern? Ja doch, Meltwater. Chess Tour gesehen natürlich. Also ja, nicht unbedingt besser geworden, aber macht trotzdem noch Spaß. Das freut mich zu hören. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Ihr kennt die Regeln noch mal für die Zuschauer. Es werden zwei Partien gespielt, 15 Minuten plus 10 Sekunden. Johnny gegen Tim. Johnny weiß in der ersten Partie. Dreimal können die Spieler pro Partie die Hand heben. Dann sagen, ich würde gerne den sehr jungen Mann mit dem Bärchenpulli oder den etwas älteren Mann, der sich gerade für den World Cup qualifiziert hat, konsultieren und uns 30 Sekunden befragen zur aktuellen Stellung. Wir können uns dabei nicht hören. Das war letztes Mal, wir haben schon mal was Ähnliches gemacht. Das Problem, dass es nicht cool war, wenn wir uns dabei hören können. Also werden wir dann gemutet. Aber ich denke, wir kriegen das alle hin. Ich bin sehr, sehr guten Mutes. Tim, denk an die Zeichen, die wir vorher ausgemacht haben. Und los geht's, würde ich sagen. Johnny, erste Partie mit den weißen Steinen gegen Tim Heinke. Rasmus, wir labern während die spielen einfach über Gott und die Welt, die Schachpartie. Mhm. So. So. Es beginnt also Bauer nach E4 und Bauer nach E5. Das Brett bewegt sich noch ein bisschen. Soll ich irgendwas tun? Ah, nee, das war mein Fehler. Sekunde. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie gut sind die beiden Spieler. Ich kann es auch nicht genau einschätzen. Tim kenne ich ein bisschen. Also Tim beschäftigt sich schon ziemlich viel mit Schach. Halt auch für dieses Zugzwang-Turnier. Wir haben hier so ein Turnier so mit Leuten, die jetzt keine Schachprofis sind, aber die gerne Schach spielen, die gegeneinander spielen, da hat er viel für trainiert. In Elo-Zahlen tue ich mir immer schwer, es zu sagen. Ich sag meistens irgendwas und dann kriege ich böse Zuschriften. Nee, die sind viel schlechter. Ich weiß nicht, ich würde Tim so 1300, 1400, irgendwo den so, Bereich sehen. Also schon ganz respektabel, ja. Ja, ich glaube schon. Okay. Und Johnny habe ich keine Ahnung. Ich weiß aber auch, dass er jetzt einen Monat viel Schach gestreamt hat. Also in unserer Welt würde ich sagen, fortgeschrittene Anfänger, so ein bisschen unter Vereinsspieler, aber nicht völlig ahnungslos. Ja. Klang das despektierlich? Ich hoffe. So. Also russische Verteidigung von Tim. Ja, schon mal unsympathisch. Springer nach F6. Ganz solide, ja. Hat ja auch einstudiert, dass man Bauer nach D6 spielt und nicht Springer schlägt E4 wegen Dame nach E2. Ja, wichtig zu wissen. Hat dich Sorry, du zuerst. Ja, das mit Dame E2, das habe ich, glaube ich, in einem meiner ersten Male im Verein, haben das die Lehrer da, glaube ich, beigebracht, dass man da aufpassen muss, wenn man rausschlägt Dame E2 und der Springer dann weggeht, dann gibt es ein ganz fieses Abzugsschach auf C6. Ihr habt Lehrer im Schachverein gehabt? Ja, oder die Erwachsenen da, keine Ahnung. So, genau, diesen Trick soll man vermeiden. Man sollte ja auch vermeiden, den Bauern zu verlieren mit Springer C6.
Er wird einfach geschlagen, E5. Wobei das natürlich das Deathlock Gambit ist, wie ich gehört habe. Hm, nicht gut, du ich auch spiele noch, das jetzt auch nicht mit Schwarz. Aber ich habe gehört, es gibt da einige Fans von der Öffnung. Habe ich nichts von gehört. So, Tim spielt es richtig. Springer nach F3. Springer schlägt E4. Bau nach D3, Springer F6. Symmetrische Stellung, soweit. Ja. Ja, gut, jetzt sollte Weiß vielleicht D4 weiter nach vorne ziehen, um den Läufer ein bisschen aktiver zu platzieren als auf W2. Bisschen Raumgewinn im Zentrum. Das macht Sinn. D4, Läufer nach D3. Oder? Ja, gut. Was könnte man noch machen? Er könnte Läufer E2 spielen, ein bisschen passen. Ja, ist auch alles solide. Alle Möglichkeiten hier für Johnny. Aber er wirkt unzufrieden. Er hadert mit sich. Ich glaube, er streamt auch. Ja, er überlegt irgendwie ein bisschen lange. Ist natürlich ein spannendes Match. Das war vielleicht ein bisschen nervös am Anfang. Okay. Läufer nach G5. Fesselt den Springer. Tim entfesselt sich. Also bisher beide Seiten gut dabei. Bauenstruktur symmetrisch bei diesem Russisch. Das ist die Idee, verschwindet hier die halbe Mitte gleich. Und wenn Schwarz die Figuren rauskriegt, hat er meist nicht viel zu fürchten. Ja. Also Läufer G5 ist natürlich gut den Läufer zu entwickeln, aber normalerweise würde man lieber erstmal die Figuren am Königshügel entwickeln und rochieren, aber ist natürlich auch ein solider Zug, nur am besten vielleicht nicht direkt den Springer rausschlagen, weil dann hat Schwarz das Läuferpaar natürlich. Ja, das will er nicht machen. Ja, ja. Aber Schwarz kann natürlich immer nerven mit H6, dann kann er halt zurückgehen nach A4. Ja, bisher ist nicht viel passiert. Ich muss sagen, es ist eine sehr langweilige Stellung. Ich bin von beiden enttäuscht, dass sie hier nicht mehr anbieten. Springer nach C3 gespielt. Aber dann reden wir doch lieber über dich. Rasmus, die wenigsten Leute wissen, du bist gar kein Deutscher, oder? Oder wie ist der Stand der Dinge? Ja, also ich hab einen offiziellen dänischen Pass, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich mehr Däne bin als Deutscher. Oh, okay, das sind aber neue Töne, oder? Ja, also ich überlege, also ich sollte wahrscheinlich irgendwann doppelte Staatsbürgerschaft beantragen, aber ja. Wie funktioniert sowas? Kann man das jederzeit machen, dann einfach zwei Pässe haben? Oder wie läuft das allgemein? Ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht so super informiert, aber ich glaube, im Moment geht das, dass man einfach zwei Pässe hat. Zumindest als Däne, dänisch-deutsch wird das gehen, glaube ich. Ich frage auch deshalb, weil meine Tochter, soweit ich weiß, Norwegerin ist. Wahrscheinlich mein Sohn auch Norweger. Vielleicht muss ich dann irgendwann auch mal einen Ausweis besorgen. So meinst du, das kann man immer machen, dann muss man sich nicht beeilen. Ja, also ich habe mich jetzt damit noch nicht so auseinandergesetzt. Wenn du es nicht weißt, wen soll ich denn anfragen? Also zumindest so wie ich es von meiner Mutter und so gehört hat, die sich vielleicht damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das geht relativ problemlos. Aber man hat in der Praxis, du bist in Dänemark geboren, in Deutschland aufgewachsen. Ja, also ich bin in Dänemark geboren und dann 2001, als ich fast 4 war, sind wir nach Deutschland gezogen, weil mein Vater halt in Lübeck arbeitet, er ist Cello-Professor. Und ja, dann sind wir nach Deutschland gezogen und ich wohne halt seit 20 Jahren in Deutschland. Und es wäre halt natürlich ein bisschen absurd zu sagen, ich bin jetzt eher Däne, weil ich halt in der deutschen Gesellschaft aufgewachsen bin, auch wenn meine beiden Eltern sind natürlich, meine beiden Eltern sind halt Dänen und wir reden zu Hause Dänisch. Also ich bin auch Dänisch, aber ich bin jetzt schon in Deutschland aufgewachsen und absolut Deutscher, ja. Okay, okay. Aber meine Frage, in der Praxis, auch wenn du nur Däne bist in Deutschland, hat man keine großen Nachteile, ne? So mit Schule, irgendwas, du brauchst da keine Sondergenehmigung oder was, ne? Ja, das ist halt auch der Grund, wieso ich jetzt nicht mehr so viel Zeitdruck mache, das schnell zu machen, weil es halt
Also man kann halt nicht wählen bei der Bundestagswahl und bei der Landtagswahl und so, aber als EU-Bürger sind jetzt die Unterschiede, glaube ich, nicht so groß in der Praxis. Okay. Darüber hinaus. Ja. Ich muss das recherchieren eines Tages. Ich glaube, für Norweger ist auch nicht problematisch. So, was Ja. die Stellung angeht, Schwarz hat hier die Entwicklung erstmal vollendet. Läufer nach E7, kurze Rochade. Johnny auch vernünftige Züge gemacht, Sprenger nach C3. Aber er hat seinen König noch nicht in Sicherheit gebracht. So langsam könnte mal so Läufer nach E2 und kurze Ja. Rochade machen, oder? Ja. Also mir macht auch Sorgen, dass er irgendwie ziemlich lange überlegt, aber weil es natürlich am Ende kosten kann, wenn man wichtige Entscheidungen auch später in der Partie machen muss. Aber okay, also langsam sollte er schon überlegen, entweder Dame D2 lange Rochade, dann kann er vielleicht später G4, G5 ein bisschen angreifen. Aber eigentlich normaler ist jetzt erstmal, besonders wo jetzt Turm E8 kam und der Turm direkt dem König gegenüber steht, einfach Läufer E2 und kurz auch hier. Sollte er jetzt machen. So, Chat berät uns hier. Norwegen ist nicht in der EU, also problematischer als Dänemark. Ja, aber macht in der Praxis gleich keinen so großen Unterschied. Was wir noch besprechen müssen, dein kleiner Bruder ist U16 Weltmeister geworden. Habe ich das richtig mitgekriegt? Ja, Frederik Svane. wäre ich auch gern geworden früher, aber Frederik hat's gepackt, einfach Weltmeister zu werden. Das ist natürlich Erstmal ziemlich cool. herzlichen Glückwunsch natürlich, aber dann sofort meine Frage: Freust du dich da für ihn oder denkst du, ey, wir wollen jetzt mal nicht vergessen, wer hier der Schachstar in der Familie ist? Ja, so ein bisschen ist halt auch immer genervt, aber eigentlich, also Frederik spielt ja schon mein ganzes Leben Schach und so langsam habe ich mich schon daran gewöhnt, dass er halt auch gut ist. Und selbst wenn ich mal, also wir spielen online ziemlich viele Partien gegeneinander, da bin ich halt schon ein bisschen genervt, wenn ich verliere, aber ich meine, er ist halt jetzt auch schon gut. Ich habe mich da auch dran gewöhnt, wenn ich ab und zu mal ein paar Blitzpartien gegen ihn verliere. Aber das war ehrlich gesagt, wir haben letztens im Turnier in Magdeburg, mein letztes Turnier, haben wir gegeneinander gespielt und das war auch schon eine Genugtuung, ihn da zu schlagen in der langen Partie. Ah, okay, also da sagt Ja. man nicht hier, wir sind Family, wir machen schnell Remis. Da willst du schon wissen, ne? Ja, Sehr besonders gut. halt auch, weil ich halt noch besser bin als er, will ich ihn halt schon schlagen. Normalerweise kostet ja auch Hier, 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 Elo-Punkte. dein Schützling braucht Beratung. Da. Ja. Hi. Ja. Ja, So, wenn voll lieb, dass das du mir technisch hilfst. richtig Ich bin ein läuft, bisschen sollte ich stuck. jetzt Also ich nicht hören dachte können, eigentlich, war meine Idee, was die dass hier ich für zu die lange besprechen Rochade haben. gehe, hier kurze und ich ihn einfach attackiere, weil ich Das ihn dachte, ich kann ihn da könnte ein bisschen John überfordern. Ich weiß fragen. aber jetzt gerade Asmus nicht, werde ihm ob ich wahrscheinlich zum sagen. Beispiel, also meine Idee war Macht jetzt Läufer mit nach dem Springer E2, einfach kurze auf Rochade, bring E4. den König in Sicherheit. Ja, nee, Mit dem, das den ich schon glaube ich nicht kenne, so gut. will er Also du fast gar solltest keine Rochade erstmal spielen, sondern solltest du das dich hier entwickeln. Also ohne erstmal Läufer Fragen E2, damit du auch so ein attackierst. bisschen das Feuer vom Turm wegnimmst und dann hast du halt immer die Möglichkeit, kurz zu rochieren. Aber wenn du willst, kannst du auch nach Läufer E2 weiterspielen mit Dame D2 und lange Rochade. Du solltest Ja. vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn Schwarz D5 versucht, dann könnte er mit D4 ein bisschen drohen. Da solltest du immer mit D4 selbst reagieren. Okay, Und sonst einfach danke. Läufer raus und dann kannst du entweder kurz rochieren oder lang. Sieht aber gut aus, oder? Ja, sieht okay aus. Also ganz Perfekt, normal danke. bis jetzt. Ja. So, ich sehe auch, Tim hat eine Frage. Tim, was ist los? Ja, ich habe ein paar Fragen. Was mache ich mit dem Springer? Wo stelle ich den Springer auf F6 hin? Und kann ich irgendeinen geilen Abzug machen mit dem? Oder, naja, okay, der Abzug ist jetzt raus, er hat den Läufer jetzt reingestellt. Aber wo schwenke ich den Springer auf F6 hin? Gruppiere ich den auf die rechte Seite um? Und kann ich würdest du eher C6 spielen oder erst D5? Also ich würde, glaube ich, gerne Bauer nach D5 spielen, Bauer nach C6 und dann den Springer nach D7 und F8 und dann nach G6 bei Bedarf oder nach E6. Weil ich glaube, Bauer nach D5, Bauer nach C6, Springer B nach D7 und Springer nach F8 ist erstmal ein vernünftiger Aufmarschplan. Der Läufer kann auf C8 bleiben fürs Erste, der steht da okay. Und dann weiter sind. Also hast eine solide Stellung. Okay, alles klar.
Nein, 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 das hat Tim alles verstanden. Macht euch keine Sorgen. Ich habe gesagt, Bauer nach D5, Bauer nach C6, Springer bei D7, Springer nach F8 bei Bedarf. Das wird schon werden, das wird schon werden. Ich habe ihn sogar darauf hingewiesen, dass wenn D5 kommt, dann sollte er D4 machen. Also das wär gut, dass ich das gesagt habe. Ja. Aber ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich lieber hoffe, dass er kurz rochiert oder lang. Also selber bin ich ein bisschen ein solider Spieler. Also ich würde lieber kurz rochieren hier, aber er hatte, glaube ich, geplant, lang zu rochieren, glaube ich. Uff, das wäre eine harte Maßnahme. Ich habe Tim gesagt, Springer nach F8 stellen und dann sehen wir weiter. Aber so auf Angriffe mit langer Rochade sind wir nicht vorbereitet. Wir werden sehen. Ja. Könnte natürlich gefährlich werden. Wenn wir da mit G4 kommen, mal schwarz. Kann natürlich auch selbst die Bauern stürmen am Damenflügel mit B5, A5 und so weiter. Chat, jetzt hört auf rumzujammern, dass ich den armen Tim überfordert hätte. Tim, ich weiß genau, was ich ihm zumuten kann. Bauern hat D5, Bauern hat C6, Springer hat D7, Springer hat F8. Okay, ist der falsche Springer. Vielleicht habt ihr recht. Aber auch das ist noch in Ordnung. Ja, gut. Springer FD7, okay. Jetzt muss er natürlich aufpassen, dass er nicht seinen Läufer vergisst auf H4. Immerhin greift es was an, ja. Hat er gesehen. Solide abgetauscht. Jetzt hat er sogar den guten Läufer von der Bauernstruktur her, weil die Zentrumsbauern auf Schwarz sind von Weiß. Hat man ein bisschen mehr Raum für den weißfeldigen Läufer. Ja, alles in Ordnung, ja, gut, trotzdem noch, aber gefällt mir strategisch auch nicht so. Ja. Dame schlägt, jetzt muss Johnny irgendwo hinrochieren. Das macht er bestimmt lange Rochade, glaube ich. Das ist zumindest sein Plan. Ah. Ja. Das ist gefährlich. Es kommen natürlich so Türme auf die E-Linie und Läufer weg. Und wenn Schwarz jetzt nicht schnell die Figuren entwickelt, könnte man Probleme bekommen. Aber wird er wahrscheinlich machen. Ja, ich hätte noch mal deutlicher Springer BD7 betonen sollen. Ja. Diese Sprech FD7 hat auch viel Zeit gekostet, schöne Figuren hinten drin. Aber noch alles im grünen Bereich. Ja, vielleicht sollte er jetzt am besten einfach wieder Springer F6 zurückspielen. Ja, das wäre. Kann man später nach E4 hüpfen. Und der Springer steht halt da einfach am besten wahrscheinlich. Wobei Springer B6 geht natürlich auch. Ich mal ein paar Pfeile. Springer kann ich hier. Ach, wie du willst. Und sonst bist du noch in Lübeck? Wie ist deine Situation? Ja, ich bin in Lübeck. Also ich bin vor 2 Jahren bin ich zu Hause ausgezogen. Eine Woche, eine Straße weiter gab es eine freie Wohnung, da wohne ich jetzt. Also immer noch in der Nähe von der Family. Auszug light, kannst noch zum Essen, ja. Zum Wäschewaschen kannst du vorbeischauen, wenn es sein muss. Ja, war jetzt besonders in der Corona-Zeit ganz praktisch. Das glaube ich. Ja, und natürlich ganz schön, ein bisschen Zeit immer mit der Family verbringen zu können, wenn man Lust hat. Und wenn man mal nicht Lust hat, kann man sich ja auch einbunkern. Ich verstehe den Plan. Ich gucke kurz in den Chat. Viele Fans von Lübeck. Ich bin auch Lübeck-Fan. Ich habe schon erzählt hier, jetzt wo die Welt wieder aufgemacht hat, ich mache bald Lübeck-Tourismus. Ich wohne ja eigentlich um die Ecke in Nordhamburg. Lübeck ist schon schön. Ja, muss ich sagen, ist schon nicht schlecht hier. Schön viel Wasser. Wir wohnen auch in der Innenstadt, was sehr cool ist. Also, alles perfekt. Wie war es jetzt? Ich bin ja nicht mehr so ein aktiver Schachspieler. Du bist ja ein aktiver Spieler. Die Corona-Zeit, hast du viel so Online-Turniere gespielt? Hast du geguckt, was für Offline-Turniere gibt es? Wie hält man sich da in Form, ja, sozusagen? Also ich habe halt, also es gab halt wirklich nicht viele Turniere am Brett. Und also besonders jetzt in den ersten Corona-Monaten oder erste halbe Jahr bin ich halt ziemlich ins Online-Schach angestiegen. Also ich versucht mich im Bullet zu verbessern und so. Ich habe sogar ein bisschen meine Maus-Skills trainiert, weil das auch wichtig ist fürs Online-Schach. Also ich habe schon ziemlich viel online gespielt, auch im Vergleich zu anderen
anderen deutschen Schachspielern zumindest. Also es gibt auch einige andere, die viel online gespielt haben, aber ich habe da jetzt besonders viel online gespielt. Da gibt es halt jede Woche ein paar Turniere, aber jetzt nicht extrem viel, auch weil ich jetzt nicht bei der Magnus Carlsen Tour dabei bin und so, weil ich halt ein bisschen schlechter bin als sie. Aber ja, jetzt so langsam beginnen halt die Turniere am Brett wieder. Also möglicherweise werde ich schon so ungefähr ein Turnier oder so haben, jeden Monat in den nächsten Monaten wahrscheinlich. Also neben dem World Cup ist auch wieder der Schachgipfel vom Deutschen Schachbund ist geplant. C5, Tim, was ist hier los? Sorry, ich muss hier kurz eingreifen. Ja. Was ist das denn? Nicht so viel Stress machen hier, Tim. Wir müssen hier erstmal die Figuren rauskriegen. Ja, das Problem ist natürlich, jetzt hängt der Bau auf D5 erstmal. Mit Tempogewinn auf die Dame direkt. Und die weißen Figuren stehen halt alle super zentral und bereit für den Angriff. Ja, grundsätzlich, wenn man Entwicklungsrückstand hat, so nennt sich das, wenn man die Figuren noch nicht alle draußen hat, dann sollte man eigentlich nicht die Stellung öffnen, also hier Feindkontakt initiieren, sondern erstmal die Figuren rausziehen. So hier, ich hätte die Dame weggezogen, Springer nach G6, Läufer nach F5 oder Springer D7. Weil wir in der Mitte stehen. G6, Springer D7 erstmal. Und dann danach könnte man das überlegen. Jetzt ist halt zu früh dafür. Tim hebt die Hand, obwohl er nicht dran ist. Tim, was los? Wie würdest du vorschlagen, wie ich da rechts reinkomme? Weil jetzt ist, also heterogene Rochaden heißt Angriff, ne? Nee, jetzt haben wir gerade konkret ein Problem. Also nach C5 Läufer B5, jetzt ist deine Dame angegriffen und der Turm dahinter. Also wahrscheinlich musst du jetzt den Läufer dazwischen stellen. Na, auf E6. Er wird den Turm schlagen, damit der Dame zurückschlagen. Und dann versuchen wir, die Figuren rauszukriegen. Also jetzt erstmal hier den ersten Ansturm überleben, soweit ich sehen kann. Funktioniert nur Läufer dazwischen ziehen, weil die Dame halt angegriffen ist. Also Läufer E6, meinst du? Ja, Läufer E6. Und dann, wenn der Turm geschlagen wird, mit der Dame zurückschlagen, dann versuchst du, den Springer rauszukriegen. Und dann gucken wir. Okay. Ja, Mist, dann war C5 falsch. Ja, war ein bisschen aggressiv. Aber noch nichts verloren. Jetzt hier erstmal Figuren raus, Läufer nach E6. Alles drin. So. Ja, Läufer B5 war schon eine ordentliche Bombe von Johnny. Ja, ich hatte es gesehen, aber ich dachte, vielleicht fragt er dich gleich, dann bin ich mal still lieber und hoffe, dass du ihm rätst, auf D5 zu schlagen. Läufer B5. Ich habe darüber gar nicht so groß nachgedacht, aber ja, ist halt mega gut. Jetzt kann er sogar auf D5 nehmen, auf C5 nehmen, kann er sich beliebig bedienen hier. Hier nochmal Recap-Chat. Nicht böse sein. Hier nach C5, das war der Fehler von Tim, das war zu aggressiv. Jetzt kommt Läufer nach B5, greift den Turm an auf E8 und das Gemeine ist, die Dame ist auch angegriffen auf E7. Wenn die Dame wegginge, würde der Turm ganz geschlagen werden. Deshalb musste ich Tim raten, hier den Läufer dazwischen zu ziehen. Und Weiß gewinnt jetzt die sogenannte Qualität, den Läufer für den Turm. Steht deutlich besser. Wir müssen hoffen, dass hier Johnny noch was anbrennen lässt, aber bisher ist das dominant, was er macht. Jetzt auch Springer schlägt D5. Bis jetzt spielt er perfekt eigentlich. Bis auf vielleicht die paar Eröffnungszüge, die jetzt Großmeister anders gespielt hatten. Die letzten Züge waren alle perfekt von Weiß. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass er so stark hier runterspielt. Also taktisch scheint er sehr auf der Höhe zu sein. Dieses Läufer B5, nicht so leicht zu sehen. Ja, hatte ich nicht direkt gesehen. Aber hat er easy gefunden. Der Johnny. Aber scheint hier. Ja. Das Einzige ist, dass er vier Minuten weniger hat, aber sonst dominiert er hier einfach. Ja, das haben wir bei Magnus Carlsen jetzt ja auch viel gesehen, die Tage. Es haben am Anfang 10 Minuten investiert, um die Stellung zu verstehen. Und dann zack, geht's ihm hier leicht von der Hand.
Aber ja, eigentlich erst ein ernster Fehler, ne? Das war ja alles normal. Und dann dieses C5 halt, das hat sich. Ja, gemacht. Ja. Musste halt einfach Läufer E6 Sprung und D7. Tim. Aber noch nichts verloren. Positiv denken. Einmal viel stärker. Ja, also noch hat man nur eine Qualität weniger, also Trumpf für Läufer. Also ist noch nicht alles verloren. Es ist schon sehr schlecht. Aber ja, wir hoffen. Jetzt sollte Weiß einfach auf C5 den Bauern auch wegnehmen. Und dann deckt man halt den Springer doppelt. Also der ist halt zweimal angegriffen, aber der wird halt direkt auch zweimal gedeckt von Dame und Turm. Und dann kann man schon irgendwelche Abzüge langsam überlegen. Der schlägt C5 spielt er auch. Der sieht ja alles, er fragt dich nicht mal irgendwas, sondern zieht das ja hier eisenhart durch einfach. Maschine. Tims Username ist ja Maschinenbro. Aber bisher ist hier Johnny, die Schachmaschine, streckt sich da ein bisschen. Ich weiß auch gar, wer sich Tim hier raten kann. Abtauschen ist ja auch schlecht, wenn man es weniger hat. Hier ich will erstmal einen Springer entwickeln, ja. Ja, A6, ne, und auf das Beste hoffen. Ja. Ja, Springer und Turm einfach ins Spiel bringen. Und dann hoffen, dass man irgendwie zurückkommen kann, wenn Weiß irgendwas übersieht oder so. Ich befürchte das Schlimmste. Ja. So, Springer nach C6 gespielt. Ja, gut dazu. Figuren raus. Man würde jetzt natürlich gerne die Dame wegziehen, damit man einen Abzug drohen kann, aber dann hängt der Springer halt. Also, vielleicht könnte man so überlegen, C4 mit Weiß zu spielen und dann die Dame wegzuziehen. Oder halt irgendwas anderes, Springer wegziehen, was auch immer. Springer F4, Dame abtauschen. Ich würde ganz feige spielen, so König B1 und dann Springer F4 oder so. Oder ja. F4, ja. Also wenn man Material mehr hat, lernt man ja früher immer, dass Material abtauschen eine gute Idee ist. Stimmt das nicht? Ich mache das immer noch. Hm? Doch. Ja, okay. Aber keine Ahnung. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber, also manchmal kann man halt was noch Besseres machen, als Material abzutauschen, aber sowas wie Springer F4 wäre halt einfach gut, ein gewonnenes Endspiel abzuwickeln. Ja, auch gut dazu. Hat auch Sinn, tauscht diese Springer, Schwarz kann jetzt schlagen, der Turm würde zurückschlagen. Ja. Und? Okay, der Turm hängt natürlich ein bisschen in der Luft in der Zeit, aber das kann man ja nicht taktisch ausnutzen. Naja, da geht nicht viel. Turm Hanks, wie man auf Englisch sagt, aber kann man nicht wirklich retten. Also, Tim immer noch mit dem Rücken zur Wand. Guckt auch traurig. Eieiei. Verständlich. Das Schlimme ist, ich befürchte, ich trage Mitschuld. Chat hat mir schon gesagt, ich hätte ihn nicht so voll texten sollen. Das erste Mal, als was gefragt hat, sondern einfache Anweisung geben. Sondern sagt D5, C6, Springer BD7, Springer F8. Das hat ihn verwirrt. Ja. Das ist natürlich ein langer Plan. Naja. So, Tim schlägt. Springer schlägt E5, Turm schlägt E5. Es wäre natürlich sowas wie Turm D8 eine Überlegung wert. Turm D8 können wir Springer E7 spielen oder irgendwas Gemeines, oder? Ja. Keine Ahnung. Also, oder Springer G6. Ja. Erstmal den Turm angreifen und E7 überdecken. Irgendwie so Dame A4 versuchen auf doof, glaube ich. Aber ja. Irgendwie muss man halt auf Tricks spielen mit Schwarz jetzt. Es wird schwer. Es wird schwer, Tim. Weißt du schon, wo der World Cup, für den ich gerade qualifiziert hast, dann stattfindet? Sind wir noch in Chanty-Mansijsk in Sibirien? Was zu meiner Zeit? In Sochi stattdessen. Ah, Sochi. Ja. Also Chanty-Mansijsk sind auch viele Sachen, aber da war ich tatsächlich noch nie. Werde ich bestimmt auch in meinem Leben mal hinkommen. Chanty-Mansijsk ist nice. Anreise ist schwierig, okay. Ort ist nice. Okay.
Sochi ist... Ja, kommt natürlich darauf an, ob man im Winter oder im Sommer da ist, wahrscheinlich. Ja, das erste Mal, als ich da war, war minus 42 Grad. Kalt, ne? War ein bisschen frisch tatsächlich. Ja. Aber ist wirklich schön. Die sind ja auch auf kaltes Wetter eingestellt. Viele gute Hotels, mhm. Restaurants. Du kannst da drin rumrennen, ne? Ist alles pießig. Sochi war ich noch nie. Das ist Hi. Wo? Ja. Hi, kannst du mich hören? Ja. Traumhaft. Ich überlege, wie ich das runterspiele. Ich würde jetzt einfach mit dem Bauernrecht angreifen. Ist das richtig oder siehst du eine Gefahr? Also, wir haben selbst den Zug gerade überlegt für Schwarz und Gusti hat gesagt, man kann jetzt Springer nach E7 Schach machen. Und wenn Schwarz den Springer rausschlägt, dann kann man den Turm wegnehmen. Und du bist halt da gedeckt, und wenn der König wegzieht, dann schlägst du die Dame raus, tausch die Damen ab, hast ein gewonnenes Endspiel. Und wenn der Springer dann zurückschlägt, dann kannst du einfach den Turm wegziehen und dann spielst du halt weiter. Welchen Turm ziehe ich weg? Also Springer E7 Schach. Ja. Der König zieht weg, dann tauscht die Dame ab. Ja. Dann schlägt der Springer und greift halt deinen Turm auf E5 ran. Dann schlägt der Springer und, ja. und greift. Meinen. Okay. Ja, dann mach ich das doch. Danke dir. Und dann ziehst du halt einfach den Turm weg. Ja. Okay, danke. Das ist mein Zug. Du kannst doch nicht meinen Zug gegen mich verwenden. Ja, ich dachte, ich empfehle das einfach direkt, ja. Ja. So, Tim meldet sich auch. So, Jan, was machen wir? Ja, ist schwierig. Wenn wir den Springer schlagen, dann schlägt die Dame unseren Turm. Also ich glaube, die beste Chance ist es, König wegzuziehen. Wahrscheinlich einfach in die Ecke mit dem König. Dann, wenn er die Dame schlägt, ich glaube, mit dem Springer zurückschlagen, dann sehe ich noch nichts Entscheidendes. Also wir stehen schlechter, aber ich glaube, da geht die Partie noch weiter. Also König nach H8 in die Ecke, würde ich sagen. Aber Turm D8 war scheiße gerade, oder was? Ja, Stellung ist eh schlecht. Also wir können nur hoffen, dass er hier Quatsch macht. Aber ich glaube, König H8 verlängert die Partie und ist zäher, als mit der Dame den Springer zu schlagen. Ja. Nicht H7. Nee, dann laufe ich noch was. Ja, mach, wie du willst. Ich bin mir selber nicht sicher. Kannst auch nach H7. Geh nach H7, komm. Meinst du? Ja, komm auf doof. Ist halt einfacher Schach zu geben, ne? Ja, genau. Ach komm, nee, ich mache H8. Fertig. Wieso reden die eigentlich die ganze Zeit? Jedes Mal, wenn ich rübergucke, reden die. Haben die auch nur 3 Joker gesetzt? Die sind nur am Quatschen, da die haben 17 Joker. Haben die schon. Nee, Johnny streamt live auf Twitch, deshalb redet er die ganze Zeit, rede nicht mit. Ah, okay, verstehe. Okay. Ja, scheiße, ey, der Bauer-Move war scheiße. Noch alles drin. Selbsthass ist nach der Partie. Ja, okay, ich mach. So. Ich weiß nicht, ob mein Rat so toll war, aber es ist auch guter Rat teuer in der Stellung, glaube ich. Ja. Ja, was soll man machen mit Schwarz? Besonders mit dem brillanten Zugspringer E7. Ja, sehr gut hier. Du darfst ja nicht so viele Tipps geben. sonst hätte ich es vielleicht nicht empfohlen, keine Ahnung. Es geht auch noch, ne? Es geht noch. Oh. Ja, ich hatte ihm gesagt, er sollte den Turm von E5 wegziehen, aber er war ein bisschen verwirrt, weil es halt ein bisschen viele Züge vorher zu sehen war. Das funktioniert alles jetzt. Er hat natürlich Glück, dass der Turm gefesselt ist. Der Springer, ja. Und vor allem, wenn man unseren Turm wegzieht, also ich würde gerne Turm E8 spielen, aber dann kommt, ja, macht Tim auch, aber jetzt kommt Turm schlicht E6, wenn Johnny das sieht, ne? Ja. Das ist natürlich nicht so einfach zu sehen. Schlüsselmoment jetzt. Jetzt müssen wir hoffen. Ja. Oh, jetzt. Ja, ja. Es gibt Milch. Ja. Sieht er das? Ja, Tim, das ist ein Turm. Comeback. Oh Mann, scheiße. Ja. Mist. Ihr seht es auch am Balken, also
Weiß war deutlich, deutlich im Vorteil. Jetzt ist Schwarz noch gar nicht so entscheidend, aber leicht im Vorteil. Hat hier eine Figur mehr für zwei Bauern. Daran erkennt man auch, was für großen Vorteil Weiß vorher hatte. Turm weg und die Steuerung ist immer noch nicht geklärt. Aber jetzt gibt es wieder eine Chance für Tim. Spiel 7 ist zumindest gut weitergespielt. Aber natürlich schon ärgerlich, dass er seinen Turm nicht weggezogen hat vorher. Aber gut, ist noch nicht alles vorbei. Aber Schwarz hat natürlich jetzt erstmal einen Springer mehr. Aber zwei Bauern zumindest. Ja, was macht Schwarz? Er muss den Turm wegziehen. Hattet ihr schon die drei Joker? Wir hatten schon drei. Ihr hattet erst zwei? Oder ich hab ja, wir hatten zwei. Ah, okay. Also gut, Turm C8 oder Turm E7. Ja, sieht beides normal aus. Ne? Ich weiß auch nicht, was mir besser gefällt. Wahrscheinlich Turm C8. Ja. Direkt den C5 angreifen danach. Ja, also wahrscheinlich sollte er schon wegschlagen auf E6 und dann B4 danach den C5 überdecken. Zeitmäßig auch relativ knapp jetzt. Die kriegen ja 10 Sekunden pro Zug dazu. Also ist nicht besonders stressig, aber trotzdem jetzt hier 2 Minuten nur noch für Johnny, 3 für Tim. Die Entscheidungen müssen jetzt schon schneller kommen. Und ja, muss man sehen, wer jetzt die besseren Blitzfähigkeiten hat. Ja, B4 ist ja schon mal erstmal gut. Johnny spielt eigentlich die ganze Partie super, bis auf den einen Zug ja, vor ihm. Ja. Der Turm weggeschlagen wurde. Chat will wissen, wer von den beiden GM besser ist. Also elo-mäßig sind wir ziemlich dicht beieinander. Wir haben beide ein bisschen über 2600, was guter Großmeister ist, nicht Weltklasse-Großmeister. Also Großmeister fängt ab 2500 an. Das braucht man für die, ja, als Qualifikation für den Titel. 2600 ist dann schon gut. Das ist so um die Nummer, ich weiß nicht genau, 150 in der Welt. Ich bin 200 ziemlich genau in der Welt von den aktiven Spielern. Lass mich doch ein bisschen übertreiben. Ja, ja. Um die 150 du in der Welt. Du bist ein bisschen weiter oben. Mhm. Also du hast halt 25, 30 Elo noch mehr. Ja, aber das liegt auch daran, dass ich halt sehr inaktiv bin und auf meiner Elo rumsitze, warte, bis ich wieder in Thailand spielen kann. Also, wir sind auf ungefähr dem gleichen Niveau, aber ich befürchte, dass Rasmus-Kurve ein bisschen eher nach oben zeigt als meine. Wir werden sehen, Chat, wir werden sehen. So, Turm nach E1, stark gespielt. Ja. Von Johnny also wieder. Alles gut gespielt, nur der Turm. Muss der Springer weg? Schwarz natürlich den Springer wegziehen und den Bauern angreifen zumindest. Sonst wäre der Bauer auf E6 ohne Kompensation verloren gewesen. Maskierter Muchacho sagt, Elo geht auch viel nach Aussehen. Das stimmt natürlich. Greift den Bauern auf B4 jetzt an. Bauer nach C3 ja. Oder Bauer nach A3. Ja. Dann kann er natürlich mit A5 gleich nachtreten, aber man kann halt dann C3 oder A3 doppelt überdecken. Tim ist auch nicht der Typ, der nachtritt. Oder? Ja. Man kann dann auch einfach den König erstmal in die Mitte bringen im Endspiel. König F7, deckt E6 und dann weiterspielen. A3 gespielt. Okay. Also echt bitter für Johnny, ne? Er spielt die ganze Partie auf super Niveau. Einen schlechten Zug. Und das war leider hier genau diese Tschüss-Turm-Situation. Wenn er hier Turm schlägt, ja, E6 gefunden hätte. Das wär's gewesen. War natürlich ein bisschen Kuddelmuddel mit den Figuren, also war leicht zu übersehen, besonders der Springer von so weit hinten, dass er den Turm angreift. Kann passieren, leider. Naja, Springer von so weit hinten. Ja, keine Ahnung. Stand also, normalerweise, wenn die Figuren. Ja, gut, aber wenn die Figuren angreifen, dann stehen die halt irgendwo vorne auf dem Brett. Aber wenn man halt die eigenen Figuren vorne hat, dann gehen sie auch vorne verloren. Ja. Chat, wir wissen, wie alt du bist. Ich habe keine Ahnung, wie alt du bist. Ich würde denken, so, du hast uns ein paar Informationen gegeben, mit 4 nach Deutschland gekommen, seit 20 Jahren in Deutschland. Dann, ich würde denken, du bist 23. Ja, ich bin vor 10 Tagen, bin ich 24 geworden. Ah, okay. Knapp vorbei.
Zeit vergeht. So langsam das Alter, wo man merkt, dass das Leben schnell geht. Ja. Also genauso nah an 30 wie an 18 jetzt. Ja. Aber noch jung zumindest. König nach D2, Arschlick B. Arschlick, nur 3 Jahre ja. älter, als Jan das korrekt hat. Arschlick B. Springer schlägt B4. Zeit vergeht, ey. Wann war das? Wie alt warst du, als wir mehr mit zu tun hatten? Warst du so 16 oder so, ne? 16, 17? Nee, ich glaube so 15. War ich nicht noch hier? Keine Ahnung. Ich glaube so 14 oder? Nee. Nee? Wann? Ich habe keinerlei Indikatoren. Ich weiß, dass ich in Eimsbüttel gewohnt habe, weil ich mich da hingezogen. Ich habe keine Ahnung. Es muss so, ich denke so 2010, 11, 12 um den Dreh. Ja, stimmt. 14, 15, 16. Wie lange haben wir jetzt zusammen? Das waren so 2 Jahre oder so. 2, 3 Jahre, ja, ich habe kein Zeitgefühl. Ja, stimmt, das war so 2010. Irgendwann hast du dann mit Chess24 losgelegt. Und ja, so viel zu tun. Die so Breiter gezogen, dann hattest du keine Zeit mehr für mich. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ja. Jetzt können wir wieder trainieren hier im Stream. Ja, das wird dir viel helfen. Dann kannst du auf Twitch vorbeikommen. So, Tim. Gut. Er hat Turm D8 vielleicht ein bisschen ungenau, aber jetzt kommt der König näher ran und B7 fällt direkt und dann hat man ein bisschen gefährlichen C-Bauer, jetzt, wo der Turm nicht vor dem C-Bauer direkt steht. Ja, Springer D3 und hier der Balken schlägt der, aus, der die Fesselung, Turm D1. Turm D1 hat den Springer gewonnen. Hätte ich wieder nicht gesehen. König E8 gefällt mir auch nicht hier von Tim. In so einer Situation meistens den König. Du bist dran, glaube ich. Also erstmal, es tut mir echt leid, ne? Das war echt, upsie, Big Blunder. Ist okay. Also, wenn ich hier die 10 runterwende, geht das noch? Ja, also du kannst jetzt erstmal, dein Bauer ist ja angegriffen, also du kannst jetzt erstmal C6 spielen. Und dann kann Schwarz. Also du drohst halt G7 noch im nächsten Zug an. Also Schwarz kann den Turm jetzt nicht wegziehen, weil der Springer hängt. Und sonst kannst du im nächsten Zug versuchen, G7 wegzunehmen. Oder halt auch mit deinem König weiter anlaufen. Ja, also danke dir. Erstmal G7. Die quatschen da, die Zeit tickt seelenruhig runter. Ja, ja, waren schon 2 Züge quasi, weil er gezogen hat und Springer F2 gehabt hat. Gut. So, was ist in der Stellung los? Jetzt ist Schwarz natürlich ein bisschen abgetrennt mit dem König. Herr König E8 war ärgerlich. Das ist gefährlich jetzt. Objektiv, ja. Engine sagt ungefähr Ausgleich, kann mir auch vorstellen, so Springer E4 Schach. Ich glaube, jetzt muss eher Schwarz aufpassen. Ne? Ja, könnte schon gefährlich werden für Schwarz langsam. Weil selbst wenn man jetzt nicht mit den Bauern durchläuft, kann man halt leicht die beiden Bauern schlagen und dann verliert man halt theoretisch selbst nicht, wenn man alle weißen Bauern verliert. Ja, um B7. Jetzt droht natürlich C7 ein bisschen und dann Turm B8. Turm D3 Schach, ja, ist ein Schach, aber vernachlässigt auch hier den armen C-Bauern. Der wird jetzt schwer zu stoppen. Eieiei. Ei, ei. Ja. Turm D2, er möchte Turm B2 Schach. Er hat halt den C-Bauern gerade vergessen. Ja, und der ist schnell. C7, Turm B2. Werden, ja. Ja, nach C7 ist einfach vorbei, ja. Das Problem ist, dass selbst wenn Schwarz sich den Turm holt, also C7 ergibt das Schach, der König geht weg, man schlägt diesen Turm, dann kommt C8 Dame Schachgebot. Chat, ich hoffe, ihr könnt folgen. Greift den König an und den schwarzen Turm her. Gewinnt König C5, erlaubt noch den Springer zurückzukehren und es ist wieder alles offen. Ist das aufregend. Ja. Ja, jetzt wo der Springer wieder verteidigen kann, ist nicht mehr so klar. Der Springer ist zurück. König läuft ganz nach B8. Der König steht natürlich auch ganz schön auf A7. Ganz sicher hinter dem Turm. Keine Schachgebote verwenden. Oh nein, nein, nein! Tschüss, Turmsituation. Ah, und das sieht er, das sieht er, das war's, das war's. Direkt, ja. Hei, hei, hei. Spannende Partie, aber am Ende entscheiden es die 2 Türme schon
wieder wie bei Herr der Ringe. Einmal lässt Johnny einen Turm unbeaufsichtigt und jetzt ist es Tim. Davon wird's kein Zurück mehr. Ja, jetzt ist vorbei. Da kann man nichts mehr machen. Das natürlich auch nochmal genau und jetzt C7. Man kann nichts tun gegen den Bauern. Johnny atmet auch schon durch, da er weiß, er hat es gepackt. Hey, hier geht nichts mehr. Und mit den 10 Sekunden extra wird er auch da keine Zeitprobleme kriegen. Einzige Chance, dass er irgendwie auf Zeit verliert, aber sollte nichts mehr anbrennen. Oder Papp natürlich, aber wird er schon schaffen. Ist das aufregend. Gut, was kann ich Spaß noch versuchen? Okay, gar nichts. Kann gar nichts mehr machen. Nee, dafür auch das, was wir heute gesehen haben von Johnny, der ist auch zu stark in so einer Stellung, dass er hier noch irgendwie verwehrt werden würde. Ich glaube, das war's. Eigentlich fast fehlerfrei gespielt, bis auf den Turmeinsteller. Und dann natürlich hätte er früher den C-Bauern ziehen können, aber... Ja, aber das war schon... Ja, sowieso alles easy, ja. Hat er schon gut gemacht, das Endspiel gespielt. Tim sucht noch nach irgendeinem Ausweg, aber es gibt einfach keinen mehr. Ja, vielleicht kann er versuchen, eine Pattfalle aufzubauen, aber es ist schwierig zu sehen, wie man das machen soll, wenn Schwarz noch E6 und H6 Bauern hat. Ist immer schwer, aufs Pattbild zu gehen. Man muss erstmal den Bauern nach H4 stellen oder keine Ahnung. Du weißt selber, dass das nicht klappt. Ja. Geht einfach nichts mehr. Er gibt ihm noch nicht mal den Turm. Ja. Ist kalt. Ja gut, er hat nur noch 15 Sekunden natürlich. Das heißt, letzten Zug hat er mit 5 Sekunden gemacht, oder was? Das wäre wahrscheinlich die einzige Chance. Ja. Ich sehe ehrlich gesagt keinerlei Hoffnung mehr. Was würde ich probieren? Springer E5 würde ich probieren, das Schach zu geben, aber Weiß holt sich halt die Dame. Und dann wäre natürlich gut, wenn man König schlägt D8 machen kann, Dame schlägt D8, Springer C6 Gabel, aber das ist gegen die Schachregeln. Du kannst Material gewinnen mit dieser Kombination. Ja. Es reicht nicht ganz. So. Chat sagt, KM ist höchster Titel im Schach. KM, wer ist denn KM? Nur Caruso, glaube ich, ne? Ich glaube, Caruso ist der einzige KM, der einzige Keinmeister. Nee, GM ist höchster Titel im Schach, Großmeister. Es sei denn, man zählt Weltmeister mit. Ich weiß nicht, ob das ein eigener Titel ist. WM ist eigentlich kein Titel, ne? Nö, weiß nicht. Also wir sind schon. Ist natürlich irgendwie schon ein Titel, aber ja, wir sind die Besten, also. Besser geht's nicht. Fabian, wir müssen auch nicht in der Stellung sein. Nein, die Regie beschwert sich völlig zu Recht, dass ich hier nicht aktuell war. Es war so hoffnungslos. Ja, Glückwunsch an Johnny. Ja. Alter, ey, das war richtig dumm, Alter. Ah, das war richtig beschissen. Natürlich. Ja, ey, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das war echt, oh Mann. Also auf jeden Fall GG erstmal. Aber GG. Oh Gott, war das dumm, Alter. Oh. Es gab im Prinzip 3 Schlüsselmomente in der Partie. Also am Anfang alles normal, dann Bauer nach C5 war zu aggressiv von Tim, öffnet die Steuerung, das hat Johnny gleich auch gut ausgenutzt mit diesem Lauf nach B5. Ich weiß nicht, ob ihr das Brett sehen könnt, ich zeig's ja mal kurz. Ja, können wir. Ja. Lauf nach B5, griff die Dame an und den Turm, danach war Weiß erstmal in der Vorhand, dann normale Züge. Und dann gab's das Comeback hier später in dieser Verwirrung, nach Turm nach E8, Johnny sich den Turm abluchsen lassen
Hier die saubere Lösung wäre gewesen, den Läufer zu schlagen, Turm schlägt E6, Bauer schlägt und dann den Springer zu schlagen. Dann wäre Weiß in der Vorhand gewesen. Nach Springer D5, Springer E5 dachte ich, Tim, wir sind hier wieder im Rennen, aber die Stellung war noch nicht klar. Weiß hat zwei Bauern für die Figur, war noch ziemlich offen. Und dann, ja, der letzte Moment war natürlich hier, als der Turm angegriffen war, Springer C5 kam. Hier, ich weiß nicht, wie die Steuerung ist, so Turm A2 Schach oder so. Wahrscheinlich ungefähr ausgeglichen. Ja, das war richtig, das war einfach richtig dumm. Vor allem, ich hatte noch 2 Minuten 30 und irgendwie habe ich trotzdem Zeitstress gehabt. Das war so unnötig. Ich hätte einfach einmal gucken müssen, das war einfach wirklich richtig dumm. Ah, Mann, sowas ist ärgerlich, ey. Oh. Und ich habe schon gedacht, so, oh, geil, Alter, ich habe es tatsächlich nochmal geschafft, irgendwie zurückzukommen. Und dann so eine Kacke. Ich hatte das Gefühl, dass vor der dritten Szene, 2-3 Züge davor, habe ich da nicht dick geblundert, weil mein König vor meinem Turm stand. Wann, wo, wie? Ein, zwei Züge vor der dritten Szene. Nee, ich glaube, es ging immer alles. Also er ist hier sofort C7 spielen können sogar und Weiß hätte gewonnen, weil selbst wenn er den Turm jetzt schlägt, dann kann sich Weiß ja die Dame hier holen. Ja, da hatte ich kurz einen mittelschweren Herzinfarkt, als ich das, wenn man so zieht und kurz danach was sieht, wo man sich denkt, das war ein Fehler. Aber ich muss sagen, die drei Tipps waren alle game-entscheidend. Ne? Also dickes Danke. Wenn ich Tim eher verwirrt habe mit meinen Tipps. Also es waren die Joker, waren die Zünglein an der Waage, sagt man so. Apropos Zeitnot, Tim, du bist im Stress, wir müssen gleich die zweite Partie machen. Ja, ich hab diese Springer, dieses Springer umgruppieren, war das immer noch aktuell, obwohl wir, sag ich mal, dann heterogen rochiert haben, oder hätte man das nicht verstanden sollen? Nee, wir haben uns falsch verstanden. Ich wollte den anderen Springer nehmen. Also ich wollte den Springer rausziehen, Springer BD7 und Springer nach F8. Weil der, den du gezogen hast, der war ja schon entwickelt. Und ja, Chat meinte schon, ich habe ein bisschen viel. Hab ich dich nicht gefragt, was ich mit dem Springer auf C3 mache? Das hast du vielleicht, aber auf C3 war ja keiner. Aber deshalb, ja, da gab es ein paar Kommunikationsprobleme. Ich dachte, du hast gesagt, mit dem Springer auf C6 und ich wusste nicht, was du meinst. Weil der Springer ist auf F6 und ich dachte, du meinst den, der nach C6 gehen kann auf B8. Ah, okay. Deshalb meinte ich dann. Ja, ich war einfach dumm. Okay, ich hab's falsch gesagt. Ich meinte C3, aber. Nee, es war meine Schuld, schlecht erklärt. Aber ich wollte diesen Springer nehmen und den hier auf die Felder bringe ich an. Ja, ist natürlich geil, wenn man sich Tipps holt und nicht checkt, was man meint. Also, oder wenn man nicht richtig sagt, was man überhaupt wissen will, ist natürlich schon mal sehr schlecht. Gut, zumindest das kann ich ja vielleicht jetzt besser machen. Wir haben Luft nach oben. Regie sagt direkt weiter, keine Werbung. Alles klar. Fabian, schickst du den Link für die zweite Partie? Ich glaube, wir sind schon drin, oder? Ja, ihr seid schon. Wenn wir die Revanche einfach machen? Nee, Revanche funktioniert. Ja. Wir müssen ja auf diesen komischen Link klicken, damit er in meinem Tool hier erscheint. Warte, ja. Ach, Mann, ey. Da bin ich. Das ist eine Scheiße. Opponent disconnected. Ah, komme. So, bin da. So. Oh Gott. Ich bin auch da. Los geht das. Good luck, have fun. Tim Heinke mit den weißen Steinen jetzt kann den Ausgleich schießen in diesem Match. Ich höre euch noch. Just saying. Naja, wir sagen nichts Nützliches. Du kennst uns. Die spanische Eröffnung. Rasmus, du bist heutzutage auch. Du kannst E4 und D4 spielen, ne? Du kannst links wie rechts. Ja, und C4 und Springer F3. Okay, C4 spiele ich nicht so viel, aber Springer F3 ist eigentlich auch einer meiner Hauptzüge. Aber ist halt ein bisschen so Zugfolgen. Die Überlegung, dass man Springer F3 spielt als D4-Spieler. Und die spielen hier natürlich wie die Profis die Berliner Mauer. Cutting Edge, die Berliner Mauer, das angesagteste System auf Top-Niveau. Und Bauer nach D3 ebenfalls auf Top-Niveau. Im Moment vielleicht der aktuellste Zug verteidigt hier. Ja. Also man sieht. Es ist halt ein bisschen mehr Leben im Spiel lassen als nach Rochade. Da gehen die entweder ins Endspiel oder
Oder es, ja, also es gehen, werden ein bisschen langweiligere Stellung, könnte man sagen. Nach D3 bleibt halt alles auf dem Brett. Ja, das kurz zu erklären, wir haben nicht so viel Zeit für Schachtheorie, aber um es kurz zu zeigen, das Endspiel, was Rasmus anspricht, ist diese Variante, die Kramnik 2000 popularisiert hat, damit Kasparov geschlagen hat in dem Match. Heutzutage auf Top-Niveau sieht man auch sehr häufig dieses Turm nach E1, Springer schlägt Bauer. Und diese Stellung, die ein bisschen langweiliger sind, ein bisschen symmetrisch. Und ja, was hier gespielt wird, Bauer nach D3, erhält halt die Spannung. Bauer nach D6, auch okay. Ja. Verteile ich den Bauern. Bauer nach C3, ebenso, ganz normal. Ja, jetzt entwickeln die Schwarzspieler häufig ihren Läufer über G6. G6, Läufer G7, 4 in Kette und dann Rochade. Aber Läufer E7 ist natürlich auch ein normaler Zug. Feine, und Läufer D7 ist auch gut, um so ein bisschen die Kraft aus der Fesselung zu nehmen. Sieht alles völlig normal aus. Wenn das hier eine Partie Nakamura gegen Carlsen wäre, würde sich keiner wundern. Nö. Läufer G5, ja, auch. Auch noch normal. Also ich hätte wahrscheinlich eher hier erstmal rochiert und dann so, ja, die Standarddinger sind Turm E1, Springer D2, Springer F1. Aber Läufer G5 ist nicht so schlecht. Fesselt. Ja, wobei man sagen muss, in einigen Stellungen spielt man Läufer G5 und dann zieht Schwarz halt seinen Läufer von C5 nach E7 noch zurück, um die Fesselung ein bisschen abzufedern. Und jetzt kann man halt direkt Läufer E7 machen. Oder halt G5, das geht auch. Weil der Läufer halt auf G3, der beißt jetzt ein bisschen auf Granit, weil E5, D6 ist halt alles gut gedeckt, jetzt im Moment. Und hat er halt nicht so viel Kraft, aber man kann mit Weiß später D4 spielen und dann ein bisschen mehr Druck auf E5 ausüben. Ich benutze auch häufig diese Formulierung, er beißt auf Granit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bedeutet. Granit ist ein besonders harter Stein oder was heißt das? Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, ich habe das früher gehört. Ich sag es auch ständig, ich weiß echt überhaupt nicht, was es heißt. Chat, was ist Granit? Ein ganz harter Stein, auf den man nicht beißen sollte? Muss, ne? Granit? Okay. Chat hier mit den ganzen Schachwitzen, gilt eigentlich C4 als explosives Opening. Ja, Chat, C4, lustig. G7. B4, B4. Granit scheint ein sehr harter, spröder Stein zu sein, alles klar. Granit ist eine Stahlbetonmischung. Da, Tim hat Fragen. Tim. Was würdest du machen? Würdest du. Nee, ich frag gar nicht mehr was. Ich schlag nichts vor. Sag einfach, was würdest du machen? Ich würde, glaube ich, einfach Bauer nach H3 spielen. Dann muss dieser Springer wieder zurück. Und dann ganz normal so Springer B nach D2 und den Springer, das typische Manöver, so Springer nach F1, Springer nach E3. Ich würde nicht so schnell rochieren, nachdem du H3 gespielt hast, sondern erstmal Springer D2 spielen, gucken, was er macht. Bei Bedarf vielleicht diese Springerroute. Kurze Frage noch: Dame B3, macht das irgendwie Sinn? Nee, bringt erstmal nichts. Nee. Ich würde die Dame erstmal hinten lassen, da gibt's nicht so viel zu holen. Also B7 und so, das ist Quatsch, ja? Ja, da gibt's nichts zu holen. Lass die Dame hinten. Okay, also H3 habe ich auch gedacht. Dann den Springer, da muss der Springer weg. Dann sagst du, den Springer erstmal auf D2, auf F1, E3? Ja, genau, den B1-Springer dann raus nach D2. Und dann je nachdem, wie es läuft, aber eine typische Route wäre Springer F1, Springer nach E3. Um die Felder zu kontrollieren. Okay. Alles klar. Und sonst alles in Ordnung. Okay, danke. So. Ich hoffe, wir haben uns diesmal hier springermäßig richtig verständigt. Ich wollte dasselbe Manöver wieder mit demselben Springer. Ich will wieder Springer nach D2 und Springer nach F1. Wie ich eben Springer D7, Springer F8 wollte. Ja, mal gucken, was passiert. Dann nicht wieder den anderen Springer. Ja, gut, Springer G4 war halt ein bisschen ungünstig. Der zu kürzt halt. Ich weiß nicht, was er damit wollte. Also,
Ja, zu aggressiv, weiß er halt auch noch nicht rochiert, also, sonst könnte man wenigstens argumentieren, so, keine Ahnung, du spielst H5 und versuchst die H-Linie zu öffnen. Ja, ja, ich meine, jetzt nach H3, der Springer wird halt einfach weggeklickt, man muss wieder zurück nach F6 und dann kann Weiß halt, hat Weiß halt 2 Tempi gewonnen oder ein, keine Ahnung. Also, er hätte halt lieber Dame entwickeln, Läufer entwickeln und rochieren. Naja, alles noch nicht entscheidend. Ja, ja, also den Bein halten. Ja. Alles gut, Hauptsache er zieht jetzt den Springer weg. Ist natürlich ein bisschen bitter vom Feld, wo man gekommen ist, wieder zurückzugehen. Ja, aber muss man halt gerne machen jetzt. Was sonst? Ist eine wichtige Fähigkeit, als Schachspieler Fehler eingestehen zu können. Ja, und auch zu vergessen, was man im letzten Zug gespielt hat. Ne? Häufig will man es ja so aus Ego-Gründen nicht wieder zurückgehen. Manchmal muss es halt sein. Manchmal muss man sich sagen, okay, war dumm, ich gehe zurück. Alles andere wäre noch dümmer. Ja. Naja, aber hat er gemacht. Und jetzt geht die Partie ganz normal weiter. Schwarz könnte entweder Läufer G7, kurz Rochade. Vielleicht auch Dame E7, lange Rochade. Spielt A6. Ja. Ich hätte Tim noch sagen sollen, behalte den Läufer. Aber gut, das wird er machen. Spielläufer nach A4. Man kann natürlich auch überlegen, sowas wie Springer E7 zu spielen, um dann den Springer nach G6 zu stellen. Ich weiß nicht, das steht ja irgendwie besser, finde ich. Ich weiß nicht wieso. Ah ja, am besten, man entwickelt erstmal den Läufer nach G7 und Dame E7 ist jetzt am normalsten für Schwarz. Da ist Johnny. Liebe Grüße. Hi. Hi. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht richtig, wo ich hier ansetzen wollte. Ich hatte jetzt überlegt, einfach D6 zu D5 zu spielen, um einfach das Zentrum zu öffnen, weil er ja seinen einen Springer ja nicht auf C3 hat. Aber ist das der richtige Ansatz? Ja, das ist zu früh. Also du solltest jetzt erstmal den Läufer entwickeln. Und dann kannst du entweder kurz rochieren oder du kannst auch die Dame nach Läufer nach G7. Dann kannst du entweder kurz rochieren oder du machst Dame E7 und lange Rochade. Und das Problem bei D5 ist halt auch, dein König ist noch in der Mitte und dann könnte den halt direkt dann angreifen und der Bauer auf E5 wird halt auch ein bisschen schwach. Also erstmal würde ich jetzt Läufer G7, Dame E7 und kurz rochieren ungefähr. Du meinst Dame E7, ne? Ja, Läufer G7, Dame E7 und dann rochieren. Perfekt. Und dann weiterspielen, ja. So. Ja. Ja, er hatte überlegt, D5 direkt zu spielen. Das wäre halt ein bisschen riskant gewesen jetzt. Tim hört halt auch kein Stück auf mich. Muss ich an dieser Stelle auch nochmal anmerken. Gut, ich hatte gesagt, je nachdem, wie es kommt, aber er hatte schon gesagt, Springer F1, Springer E3 und dann mal gucken. Und dann fängt er schon wieder an, hier Stress zu machen, Bauer nach H4. Ja, das hatten wir natürlich nicht besprochen. Aber er reagiert hier perfekt mit G4. Tim, die Suppe hast du dir selber eingebrockt. Jetzt frag nicht wieder mich, wie du da rauskommst. Mach du. Du willst H4 spielen, nicht mein Problem. Da muss man auch mal turnen gegen seinen Teamkollegen, finde ich. Gut, so schlimm ist der Zug jetzt auch nicht, aber. Nee, es geht ja um gut, Springer F1 wäre halt schon normaler gewesen. Aber ja, man kann jetzt halt Springer H2 oder Springer G1 spielen, obwohl der Springer jetzt nicht so gut steht, aber der kommt wieder auf bessere Felder später. Sag du ihm das. Wenn er gleich die Hand hebt hier, verbinde ich ihn mit dir. Ja. Ja, gut. Ich hatte Johnny gesagt, dass er jetzt einfach entweder Dame entwickeln und dann kann er lange rochieren oder kurz rochieren. Und sonst ist ja alles gut bei Schwarz im Moment. Ja, Johnny, wer ist mal ein? Johnny ist ein Teamplayer. Hier kommt, ja, jetzt kommt dann nämlich wieder die Hand, Tim, ne? ja, Tim. Ja, der war scheiße, ne? Wir könnten später drüber reden, warum du nicht meinem brillanten Plan folgst, aber ne, alles in Ordnung. Jetzt müssen wir den Springer halt wegziehen. Springer nach H2 und ich bin dann auch noch bei deinem Plan.
Nee, alles okay. Also Sprenger nach H2, muss zurück und dann manövrieren wir, je nachdem, es kommt ein bisschen darauf an, was kommt, aber wahrscheinlich dann den Sprenger, der auf H2 steht, versuchen wir weiter zu manövrieren nach F1 und E3. F1, E3. Und es kommt wahrscheinlich Ja, H5 stört uns nicht besonders. Also ja, dann trotzdem den Plan. Und vielleicht die Dame irgendwann mal nach E2. Aber erstmal würde ich versuchen, die Sprenger zu verbessern. Also Sprenger nach H2 und dann den Sprenger da Richtung Mitte bringen. F1, E3. Und so langfristig? Ja, dann, wenn wir Sprenger auf E3 haben, dann kontrolliert er eigentlich schöne Felder da auf D5 und F5. Dann versuchen wir, je nachdem, wie es steht, aber kurz oder lang zu rochieren und dann in der Mitte Stress zu machen. Also, wenn wir es schaffen, den Sprenger E3 zu stellen, stehen wir deutlich besser. Nur erstmal müssen wir jetzt kurzfristig Figuren verbessern. So. Ich hab noch gesagt, jetzt kommt er doch wieder schon wieder. Ja. Aber naja. Ist ja vernünftig, jetzt den Springer nach E3 zu spielen. Dankeschön. Ja, von meinem, hätte ich auch empfohlen. Von meinem Kollegen gibt es nur Widerworte über sowas. Läufer H6. Ach, Spaß macht das ja auch schön, Läufer auf die bessere Diagonale stellen. Johnny spielt stark. Schlechte Idee. Ja. Jetzt ist auch die Frage, macht Tim trotzdem Springer E3? Ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen. Ich weiß nicht, ob er Angst hat dafür, dass er geschlagen wird. Aber es wäre nicht so schlimm. Ein F schlägt E. Nö, denke ich auch nicht. Gut. So schlecht ist es natürlich nicht. Ist natürlich verlockend, weil es einen Doppelbauern zu geben. Aber man hat halt auch jetzt die halboffene F-Linie, wo man die Türme verdoppeln kann später vielleicht. Also man hat halt ein bisschen Druck. Ja, sieht ganz angenehm aus, wenn man jetzt dazu käme, kurz zu rochieren, dann Dame irgendwo hin, Turm F2, Turm F1. Ja. Wobei natürlich, weil es den Nachteil hat, dass der Läufer auf G3 nicht so toll steht. Ja. Ist gut, dass der Bauer auf H5 ist, sonst Springer H5 wäre sehr gemein immer. Ja, ja. So, Tim hat Turm F1 gespielt, nicht rochiert. Ja, kann man auch mal, ich hätte wahrscheinlich rochiert, aber jetzt müsste er irgendwie Dame wechseln. Halt lang rochieren. Ja. Wäre natürlich schön, jetzt den Bauern auf H2 zu haben, dann könnte man sehr gut fesseln auf Läufer H4, aber geht halt nicht. Aber man kann jetzt Dame F2 und ein bisschen Druck machen auf der F-Linie oder lang rochieren. Bauern ziehen nie zurück, das ist alle Problem, Schach. So, Rasmus, kommen wir zurück zu dir. Du bist Schachnationalspieler, du bist in der deutschen Nationalmannschaft, also du startest ja für Deutschland. Wie ist da Stand der Dinge? Gibt es wieder Mannschaftsturniere? Findet Mannschafts-Europameisterschaft irgendwie sowas? Findet das statt? Wie ist allgemein die Lage, Corona-mäßig? Ja, also das ist geplant. Also ich rechne damit, dass es wahrscheinlich stattfinden wird. In Slowenien soll das sein, im November, glaube ich. Und ich hoffe natürlich. In Bled? Therme Olimia oder so. Ich glaube, das ist irgendein Kurort. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube dort. Das ist irgendein Kurort. Ja, keine Ahnung. Aber ja, ich muss natürlich sehen, ob ich wieder in die Mannschaft komme. Gibt es ja genug Konkurrenz. Wie ist der Stand der Dinge? Rogosenko, der Bundestrainer, ist nicht mehr in Amt und Würden. Gibt es da einen Nachfolger? Gibt es da jetzt, wer das anders gehandhabt? Wie ist allgemein die Lage im Deutschen Schachbund? Hi. Jetzt habe ich hier so ein Zentrumsballungsfight und der hat ja einen Doppelbauern. Nee. Ja. Wie löse ich das denn? Was wäre denn der beste Ansatz hier? Ich würde sagen, du kannst jetzt erstmal den Bauern auf D4 schlagen. Was ist denn mit dem, wenn ich hier mit dem Springer auf E4 schlage? Ja, genau. Also das würde ich machen. Ich würde erst auf D4 schlagen. Aber mit dem Bauern oder mit Springer? Mit dem Bauern. Okay. Dann schlägt er mit dem E-Bauern zurück und dann kannst du mit dem Springer schlagen. Dann schlägt der Springer zurück und dann solltest du mit dem Bauern zurückschlagen
Und dann hast du halt einen Bauern gewonnen. Also ich schlag von D5 zu E4, oder? Ja, also erst, du schlägst erst mit dem Bauern auf E5 nach D4 und dann schlägst du mit dem Springer raus. Ja. Also von E5 nach D4 schlage ich. Ja. Danke. Und dann mit dem Springer. Und dann hast du einen Bauern gewonnen. So. Na gut. Ich hoffe, er macht das jetzt richtig. Die Stellung ist auch so kompliziert. Ja, ich konnte auch nicht direkt sehen, was jetzt der beste Zug sein soll. Ich habe ihm einfach gesagt, schlag mit dem Bauern auf D4 und dann mit dem Springer. Und dann hätte er einen Bauern gewonnen. Aber gab auch andere Optionen für Schwarz. Ich glaube, das war ganz gut. Also. Tim hat hier die Mitte geöffnet mit Bauern nach D4. Feindkontakt initiiert. Es wird geschlagen auf Rasmus Rathen. E schlägt D zurück. Springer schlägt E4. Ah, spielt Springer schlägt D4. War das euer Plan oder ist es wieder Felder Missverständnis? Das geht ja sogar, ne? Nee, es ging nicht, weil man dazwischen schlagen konnte auf D7. Ja, ich hatte gesagt, Springer E4, aber hätte man sagen sollen, Springer Emil 4 oder so, keine Ahnung. Hm. Aber es hat ja perfekt funktioniert. Also das hat die Stellung jetzt noch besser gemacht für Schwarz eigentlich. Aber ein bisschen Bluff, wenn Läufer D7 kam dazwischen. Hier nochmal in Zeitlupe. Das Zwischenschach hätte den Läufer abgetauscht. Schwarz hätte zurückschlagen müssen und dann den Springer schlagen. Und das Kommunikationsproblem war, ich vermute, Rasmus hat ihm gesagt, Springer schlicht E4 spielen. Und Johnny dachte, zack, nehmen wir den. Hat jetzt auch noch geklappt einigermaßen. Störung bleibt sehr unklar. Schwarz hat den Bauern gewonnen. Aber das Problem ist halt auch, wenn man mehrere Züge sagt, es ist halt leicht, dass es ein bisschen verwirrend ist. Ja. Was soll man machen? Naja, aber anders lernen sie es. Sieht jetzt erstmal gut aus. Ja. Ja, jetzt liegt jetzt auch Läufer B5. Direkt Läufer B5, ja. Wir werden sehen. Also zurück. Könnte jetzt natürlich. Ja, okay. Ah, nee. Ja, erzähl erst mal, sorry. Ich wollte sagen, weil es könnte Turm C1 spielen und Druck auf C7 machen, aber. Er spielt E5, auch logisch, unterbricht allerdings diese Verbindung des Läufers nach C7. Ja. Gemein wäre gleich Läufer B5. Ja, ja. Es geht halt trotzdem, ja. So, E schlägt F und auf einmal wäre Dame schlägt E2 Schachmatt-Chat. Aber okay, das wäre schwer zu sehen. Ich vermute, Johnny zieht den Springer weg, was auch in Ordnung wäre. Bei nach D7. Ist ja auch vernünftig. Grindolo fragt, wie häufig wir schon gegeneinander gespielt haben. Ich kann mich nur an eine Partie erinnern, da warst du noch sehr jung, ich war sehr schlecht gelaunt danach, du warst so 13 oder 14. Wir haben irgendwo Travemünde, glaube ich, gegeneinander gespielt. Ja, ja. Ich habe nicht gewonnen, ich war sehr schlecht gelaunt danach, weil ich großer Favorit war, weil du halt erst 13 warst oder so. Ja, ich war sehr stolz drauf auf das Remis. Wir haben noch ein anderes Mal gespielt in Bonn, wo du mich nach sehr langem Kampf geschlagen hast. Diese Partie okay, drei Figuren gegen Dame. Das war eine spannende Partie, aber das ist noch stimmt. Geworden. Da warst du auch noch jung, aber da warst du schon etabliert und ja. Ja, da stand ich sehr schlecht und habe dann irgendwie noch gewonnen am Ende. Es war eine sehr wirre Partie, weil sie noch ganz dunkel war. Ja. Das war, glaube ich, 2010 auch oder so. Also, nee, warte. Das wäre 2012. Nee, 2012, ja. Ja. Da habe ich meine erste Norm zum internationalen Meister gemacht damals. Das war euch ganz gut gespielt, das Turnier. Aber gegen dich war es natürlich nicht genug. Ich war ja nie deutscher Meister, auch was mir sehr nachhängt. Ich war geteilter Erster mit Henkin, die schlechtere Feinwertung. Ich habe gegen Niklas eine Partie im Evans Gambit verloren, was als einziges ist. Niklas ja auch ein gigantischer Influencer heutzutage. Ähnlich wie ich, also wir sind beides gigantische Schachinfluencer. Und dann gucken die Leute immer auf die Partie. Da war ich täglich auf diese Evans Gambit Partie angesprochen. Das ist mir sehr zu schaffen. Ja. Keiner sagt, die brillante Partie, die ich
da gegen Rasmus Warne gewonnen habe, die ich auch vergessen habe. Also die Partie gegen Niklas ist mir auch noch in Erinnerung von dir. Ja, lass mich. Deine Eröffnungs-DVD widerlegt hat so ein bisschen. Also. Nicht widerlegt, aber es ist halt das Problem, wenn man veröffentlicht das, ja. seinen ganzen Kram, macht man sich angreifbar. Aber ja, das hat mich den Titel gekostet. Ich bin immer noch sehr traurig. 9 Jahre her. Es tut noch weh, Chat. Läufer nach B5. Johnny tut ja auch weh. Oh Mann, so stark. Das wollte ich eigentlich fragen. Irgendwas wollte ich doch fragen. Ach so, Nationalmannschaft, genau. Wie wäre das jetzt aufgestellt? Gibt es einen neuen Bundestrainer? Wie funktioniert das alles? Ja, also... Wo muss ich anrufen? Unter den Spielern hatten wir es so rausgemacht, dass wir jetzt einfach einen Bundestrainer jetzt nicht permanent haben wollen, sondern für die Turniere konkret. Und dass wir Kriterien für die Nominierung halt unter den Spielern und unter den Funktionären ausmachen. Und das, ja... Dass es halt irgendein Verfahren gibt, wie das läuft, also über die Elo-Zahl normalerweise. Aus Spielersicht ist ja das Wichtige, normalerweise auch, natürlich freut man sich, wenn es irgendwie Trainingsangebote zwischendurch gibt, aber hauptsächlich will man ja Unterstützung bei den Turnieren haben, dass man da seine Sekundanten, Eröffnungsexperten-Budget für Hilfe bei dem Turnier hat. Das ist, glaube ich, immer die Priorität. Ja, genau, das ist das Wichtigste, ja. Dame schlägt F1. Bei mir ist ja auch so, ich weiß nicht, ob ich gefeuert bin. Bitte, falls ich gefeuert bin, lieber holländischer Verband, bringt es mir schon bei. Aber dass ich im Prinzip holländischer Trainer bin, aber eigentlich nichts mache, außer es ist ein Turnier, dann fahre ich da halt mit. Und man kümmert sich ein bisschen um Organisation, Mannschaftsaufstellung und Eröffnung, wo was anliegt. Aber ist bei mir ist nicht so ein Fulltime-Job, sondern eher so ein 10-Tage-im-Jahr-Job. Sprenner E4. Johnny hat ja eiskalt den Turm weggenommen. Ja. Und Tim hebt die Hand. Tim, ja. Ich kann ich den nicht tauschen, weil ich nicht vorlaufen kann mit meinen Bauern? Du kannst ihn schlagen, er schlägt halt zurück, dann Bauern kommen noch nicht direkt vor. Also, du könntest schlagen, D schlägt E. Und dann vielleicht lang rochieren, um den König in Sicherheit zu bringen erstmal. Damit den Bauern auf D4 zu decken. Und dann gucken, was passiert. Also ein Thema ist, nach Schlagen D schlägt E mit der Dame irgendwann Schach zu geben auf F5, würde ich aber noch nicht gleich machen. Also ich würde schlagen und dann lang rochieren, den König in Sicherheit bringen. Vielleicht sogar noch ein Feld weiter rüber, wenn wir Zeit haben. Und dann gucken, ob du mit dem Bauern in der Mitte was machen kannst. Stellung sehr scheiße oder geht? Ja, Qualle weniger, aber wir haben noch Aktivität im Zentrum, also ist noch spielbar. Ach ja, ich habe nicht gesehen, dass der scheiß Bauer gefesselt ist. Ich weiß nicht, welchen, wann, wo, wie. Ja, hier den E-Bauern. Ich dachte, irgendwie, ach so, ich kann den von Läufer Springer von schlagen. Ja, verstehe. Ja, hab ich nicht gesehen, die Kacke. Ja. Ah, ist noch alles drin. Ja. Ich mach mal weiter hier. Ja, nimm weg. Brauch hier weg. Bis gleich. Tschüss. Hat Tim eigentlich immer noch irgendeinen Rap-Filter da drin? Jeff Lanier sagt, Arik Braun hat heute neben Swane die Quali geschafft. Das wusste ich gar nicht. Arik hat sich auch qualifiziert für den Weltcup. Ja. Das freut mich. Ich wusste gar nicht, ob Arik noch so aktiv ist. Glückwunsch auch an Arik Braun. Ja, und es gibt auch noch einen dritten deutschen Spieler, weil Deutschland halt einen Freiplatz hat für jedes Land, kriegt einen Freiplatz für den World Cup, und da ist dann Matthias Blübaum gegangen, weil er die höchste Elo-Zahl hatte von denen, die am weitesten gekommen sind bei dem Turnier. Ja. Also wir sind da drei Deutsche beim World Cup. Wie viele Leute waren da jetzt in Magdeburg? Sass, wie viel war die da? Ist nicht ganz genau. Ich glaube, am Anfang waren wir so 14 oder so. Es gab Noel Studer aus der Schweiz, war halt auch noch dabei, weil die Schweiz halt nicht, er war der einzige Schweizer, und die wollten halt nicht einen ganzen Spielsaal für ihn alleine organisieren. Und er ist dann bei uns untergekommen auch. Und dann hängt ihr alle zusammen in einem Raum vor irgendeinem Laptop und klickt Züge an, und ein Schiedsrichter guckt, dass keiner auf sein Telefon guckt. Oder wie funktioniert das? Ja, genau. Also man konnte bei dem Turnier, konnte man halt, weil wir mit langer Bedenkzeit gespielt haben, hatten wir halt auch die Möglichkeit, mit einem
mit einem echten Schachbrett zu spielen, was halt auch fast alle genutzt haben, weil halt doch bei langer Bedenkzeit, finde ich, schon ein bisschen besser spielen kann mit einem echten Schachbrett. Mhm. Und dann macht man die Züge auf dem echten Schachbrett, nachdem man die auf dem Laptop ausgeführt hat. Und dann, wenn man halt keine Zeit mehr hat, dann wechselt man und spielt nur am Laptop weiter. Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen so nach Klassenarbeitsatmosphäre an, oder? So 14 Leute in einem Raum, ey, du guckst ein bisschen rüber, versuchst ein bisschen abzugucken, guckst, dass der Schiedsrichter nicht hinguckt. Abgucken bringt, glaube ich, nicht so viel, weil die halt andere Partien spielen. Wobei man manchmal die gleiche Partie spielt, aber es kommt nicht so oft vor. Aber es ist natürlich ein bisschen anders als normal gewesen, wenn man die Gegner halt nicht sieht. Das ist ja, halt schon ein bisschen anders. Bestimmt wirres Gefühl. Ja. Also ich bin damit, glaube ich, sogar ganz gut zurechtgekommen, aber. So, hier. Schon etwas anders. Thema lang rochiert, Turm nach F8 von Johnny. Sieht ein bisschen passiv aus, er will den Bauern decken, vielleicht F6 oder F5 spielen. Ja. Jetzt könnte Tim sich überlegen, ob er das Schach hier gibt oder ob er versucht, mit dem Bauern vorzurennen. Aber D5 käme damit C5 Schach. Wird instinktiv wahrscheinlich König B1 spielen, erstmal weg hier. Ja, und dann D5 müsste man verhindern. Aber Schwarz kann halt Dame E6 machen. Dame E2 spielt. Gut, jetzt könnte man F5 spielen, vielleicht mit Chance. Oder man opfert halt den Bauern auf E4, ist halt auch nicht schlimm. Einfach Dame E6, dann Turm nach D5 oder so. Ja, Dame E6 das greift ja auch den A2 noch. Ach so, stimmt, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Ah, F5 gespielt, Johnny spielt schon stark. Ist so, als würde er mir zuhören. Ja. Tim schlägt en passant. Auch okay. Jetzt kann dieser Läufer wenigstens in die Mitte hier. Ah, weil der schwarze Turm kommt. Turm nach R1. Jetzt fängt der D4-Bauer auch noch. Wenn man möchte. Ah, ich hätte eher erstmal den Läufer eingezogen. Ja. Arme Tim, zu spät zu seinem Termin hier um 20.30 Uhr. Und verliert die Bauern werden ihm hier weggenommen. Okay. König nach B1, dann Turm nach C1 hier. Letzte Chance. Ja. Aber Johnny spielt schon stark, muss man sagen. Ja, Johnny ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Habe ich Glück gehabt, dass er einfach so easy gewinnt bei Partien. Oder ist noch lange nicht vorbei jetzt. Und easy ist auch übertrieben natürlich. Aber es freut mich, dass er so gut spielt. Damit 3. Naja. Ja. Muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Faceman 34, also Johnny, der neue talentierteste Spieler aller Zeiten. Nee, Stefan Tietze bleibt natürlich der talentierteste Spieler aller Zeiten. Aber es kann ja auch andere talentierte Spieler geben. So. Rasmus, Chat will wie immer wissen, bist du Schachprofi? Kannst du vom Schach leben? Was ist dein 5-Jahres-Plan? Die üblichen Fragen. Wie ist Stand der Dinge? Ja, also ich würde sagen, ich bin schon Schachprofi. Also ich habe nach dem Abitur, habe ich mir gesagt, ich spiele jetzt erstmal eine Weile Schach und sind halt jetzt mittlerweile 5 Jahre, dass ich Schach spiele, aber ich würde schon sagen, dass ich Schachprofi bin und ich fokussiere mich auch hauptsächlich darauf, im Schach besser zu werden, aber es ist natürlich nicht so leicht, da ein normales Gehalt damit zu verdienen, aber ich seit 2 Jahren mache jetzt nebenbei auch ein Fernstudium an der Fernuni Hagen, aber das geht halt nicht so schnell voran, weil ich halt einfach sehr viel Schach mache. Aber so ganz langsam geht das auch voran. Was studierst du? Was fernstudierst du? Philosophie und Nebenfach muss ich tatsächlich noch auswählen zwischen Literaturwissenschaft und Geschichte. Also dachtest, falls es mit dem Schach finanziell nicht so läuft, dann setzt du noch auf Philosophie. Ja, genau, ja.
Nein, keine Ahnung. Also war hauptsächlich einfach aus Interesse. Also ich möchte halt schon Schachprofi bleiben. Und es war halt einfach, um so ein bisschen Hobby zu haben. Und wenn es gut läuft, kriegt man sogar einen Abschluss irgendwann. Ich mag auch Philosophie. Philosophie ist so Logik mit Worten. Sag ich, Ei war es immer meine Welt. Ich mag keine Zahlen, aber Philosophie ist schon cool. Und du konzentrierst dich bisher auch rein aufs Spielen, aufs Besserwerden? Oder bist du auch schon so trainingsmäßig oder Bücher schreiben, was man so macht? Nee, das mache ich noch nicht. Also hauptsächlich fokussiere ich mich halt darauf, so gut zu werden, wie ich kann. Und dann, wenn man später dann halt, also sind natürlich bessere Möglichkeiten. Oder keine Ahnung, also man kann halt, wenn man auf meinem Niveau ist, kann man halt im Moment einfach mehr Geld verdienen, wenn man Trainer ist oder so, aber das hebe ich mir vielleicht für später auf. Jetzt erstmal versuchen, so gut zu werden, wie es geht und vielleicht auch nur vom Spielen leben zu können. Ich glaube, das macht auch so karrierestrategisch, wenn du im Schach bleiben willst, Sinn tatsächlich, weil je besser du jetzt wärst und je größer dein Name als Schachspieler wird, dann kannst du ja später, wenn du irgendwann 40 bist, von diesem Namen auch immer noch leben, wenn der Name von damals größer ist. Das war auf jeden Fall immer mein Plan. Nicht so ganz geklappt. Ich glaube, das ist so der Standardplan für keine Ahnung. Ist halt so intuitiv. Mhm. Erstmal, wenn man jung ist, versuchen, so gut zu werden, wie man kann. Und dann kann man später Trainer sein oder so. Ja, vor allem auch, wenn man jung ist, das klingt, hast du ja auch mehr Zeit normalerweise und halt jetzt auch nicht die Verpflichtung, irgendwie eine Familie zu ernähren, was auch immer. Ich glaube, da macht es auch einfach mehr Sinn, sich da nochmal voll auf Schach zu stürzen. Ja, genau. Weil man ja auch dümmer wird im Alter, kann ich bestätigen. Also der Kopf wird langsamer, du kannst dir weniger Sachen merken. Deshalb. Ja. Hause weg, wollen wir ein bisschen über Turm D3 eben reden, weil Weiß konnte ja den Turm wegschlagen, ne? Tim steht so schlecht, dass ich versuche hier das alles abzulenken, aber er hätte Dame schlicht D3 spielen können, ne? Ja, aber Johnny hatte. Ihr schlicht D hat das gesehen. Alles vorhergesehen. Oder keine Ahnung, vielleicht nicht, aber es hätte halt funktioniert, weil D2 kommt. Und dann droht halt Turm C1 matt und D1 droht matt. Also. Oder Damenumwandlung. Also ist einfach vorbei dann. Ich weiß nicht, ob es eine Falle war oder Glück, aber selbst wenn es Glück war, in der guten Stellung hat man häufig halt auch Glück. Ja. Jetzt nach Dame F4, Turm D1 Schach. So steht es momentan. Sieht schlecht aus für Tim hier, wenn er die Türme tauscht. Dann. Ja. Das Einzige, was Schwarz vielleicht machen müsste, ist vielleicht mal B6 zu spielen, damit der König sich auf B7 verstecken kann. Sonst könnte so Dame F8 Schach und eventuell mal Dauerschach könnte nervig sein. Aber muss man auch nicht machen, also. Wäre halt sicher jetzt erstmal Dame D5 schaffen, B6 oder so. Ja, König in Sicherheit bringen. The Black Mac sagt, Jan, ich werde im September Vater. Wie kann ich das Kind, Text nicht mehr da, möglichst schnell zum Großmeister machen? Also, ja, halte ich auch für den richtigen Plan. Ich denke, in Deutschland ist immer noch ein bisschen verpönt, Kinder einfach nicht in den Kindergarten, nicht in die Schule zu schicken. Gar nichts, sondern die nur mit Schach voll zu ballern. Aber wenn du damit so mit 3 anfängst, sehe ich alle Chancen für einen Großmeistertitel und ein glückliches Leben. Denn Rasmus und ich können bestätigen, Großmeistertitel ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Also einfach früh genug anfangen und zack, dann auch auf Leistung. 8 Stunden Schach am Tag, dann wäre das. Rasmus, was meinst du? Ja, absolut. Also ein besseres Leben als Schachspieler kann man gar nicht haben. Ach, so, Dame wacht Schach. Tim, gib ihm. Jetzt musst du halt schon Dame D8 spielen, ja. Könnte es problematisch werden. Der Zug ist natürlich nicht so einfach zu sehen, aber gut, dass er jetzt überlegt. Also er sieht, dass es einen anderen Zug gibt als König D7. Aber na gut. Jetzt erstmal Dame F7 Schach und dann nach C6 sollte er nicht gehen, wegen Dame schlägt C7. Da muss der König hier ganz schön wandern. Also es wird nochmal spannend. Tim hat auch deutlich mehr Zeit. Könnte jetzt Dame F7 oder Dame F5 Schach geben. Na?
Jetzt wahrscheinlich sogar wirklich nach C6 gehen, oder? Ja, oder ich weiß nicht, wie das ausgeht. Man soll jetzt nicht auf E4 schlagen, wegen Gegenschlag. Ja, genau. Da haben wir E6 wahrscheinlich. Und dann nein. Ja. Ah. Jetzt ist halt der entscheidende Moment. Jetzt muss er Dame D5 finden. Das wird er sehen. Glaube ich auch. Nee, er sieht's nicht. Dann geht's weiter. Also Dame D5 wäre Schach gewesen. Ja. Das wär's gewesen. Aber jetzt wieder alles drin. Also auf jeden Fall kann Tim weiter Schachs geben. Er muss ja aufpassen, wenn er einmal nicht Schach gibt, ruht ja auch Turm 1 mit Schachmatt hier hinten. Aber er kann jetzt weiter rumstressen. Noch alles offen. Mhm. Er gibt Schach. Der Johnny hat, glaube ich, auch noch einen Joker, oder? Also er könnte mich theoretisch fragen, wenn er das Problem hat. Aber Tim wiederholt die Züge und jetzt macht er es. Ei. Er hätte natürlich auch Remis machen können, um den Matchsieg abzusichern. Aber das ist gnadenlos. Aber lieber 2-0 gewinnen, ja. Jetzt wird schwer. Jetzt hat Weiß den Läufer gegen einen Turm und einen Bauern. Und der Turm ist ja einfach übermächtig. Kann sich die weißen Bauern abholen. Turm nach G1. Oder erstmal Bauern nach C5, Bauern nach B5. Spielt sich eigentlich von selbst, wenn er den Turm nicht schlagen lässt vom Läufer. Nee, Johnny zu stark. Kommt hier rein in Rocket Beans Land von Freaks for You, von hier seiner Maxim League of Legends Connection und haut einfach alle weg. Weiß nicht, ob das hier diplomatisch vielleicht auch Konflikte geben kann, hier so Gamevasion oder was da ansteht. Aber muss er wissen. Bau nach C5. Ja, einfach C5, gar kein Gegenspiel geben und dann langsam am Königsflügel abholen oder was auch immer man will. Ja, es ist halt relativ hoffnungslos. Hauptsache, er stellt den Turm nicht ein, dann sollte Weiß keine Chance haben, wenn man keinen großen Fehler macht hier. Oh, Tim hasst es auch so sehr zu verlieren, was ich nachfühlen kann. Er hasst es nicht. Tim wäre richtig schlecht gelaunt sein. Was ist eigentlich nochmal schiefgelaufen? Ja, dieses Läufer D5. In dieser Zentrumsabwicklung, ja. Ja, und der andere Schlüsselmoment, ganz kurzer Flashback hier war halt dieses Zwischenschach. Aber ja, Läufer ist weg. Tim gibt sich geschlagen. Glückwunsch an Johnny, stark gespielt wieder. Ah, nee, sorry. Das war auch nicht so geil. Ja, ein Schlüsselmoment hier. Ich glaube, Rasmus und Johnny hatten sich hier falsch verstanden. Rasmus hat gleich gesagt, Sprenger schlägt E4. Johnny macht Sprenger schlägt D4, ja. Was sehr, sehr gut geklappt hat. Aber nicht hätte klappen sollen. weil Tim hier, du kannst das Zwischenschach geben, das sogenannte. Du kannst erst mit dem Läufer hier schlagen, greift den König an. Dann muss Schwarz zurückschlagen, sagen wir mit dem Turm. Und jetzt kannst du den Sprenger weghauen, hätte Weiß eine Figur gewonnen bei dieser Transaktion. Also das wäre es gewesen. Ja. Dumm. Danach war es stark zu Ende gespielt von Johnny, muss man sagen. Also eigentlich keine Chance gegeben. Dieses Läufer B5 hier, der Spieß war halt gemein. Weiß konnte nicht schlagen, weil dann die Dame weg ist und Schachmatt. Und Schwarz die ganze Zeit am Drücker. Letzte Chance hier vielleicht irgendwo. So, Dame schlägt E4, erlaubt halt diese Dame D5. Das kam einmal nicht, aber dann beim zweiten Versuch. Ich weiß nicht, ob Weiß sich hier noch halten kann, wenn man irgendwie andere Schachs gibt. Müsste man länger analysieren. Ich bin nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, starke Leistung von Johnny. 2-0 Sieg. Glückwunsch. Danke. Tim, es tut mir leid, es war ja auch schlecht beraten von mir. Nächstes Mal. Ja, ey, wie gesagt, tut mir leid. Ich werde dir nächstes Mal ein besserer Tandempartner sein, vielleicht. Oder du holst dir einfach einen besseren Schachspieler ran. Oder einen schlechteren Gegner. Also, wir müssen vielleicht einfach Johnny und Rasmus rausschmeißen. Dann läuft das hier wieder. Trotzdem, vielen Dank.
dass du dabei warst. Johnny, du kommst hier ins Rocket Beans Land sozusagen und haust alle weg. Hast du keine Angst, dass das hier diplomatische Konflikte gibt jetzt mit Freaks for You, mit da euren Corporations? Wie siehst du das? Ja, ich hoffe ja wohl doch. Also mein Plan ist ja, Hamburg stimmig auch einzunehmen, ne? Also Spanner versus Hamburg durfte ich jetzt mal nur einmal antreten. Das ist aus meiner Sicht doch der Grund wegen der schlichten Performance von Spandau. Mhm. Aber nächstes Ziel ist dann Zugzwang und danach dann die Welt. Leute, ich muss leider ganz schnell weg. Tut mir wirklich leid, hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss Rasmus, tschüss Johnny, tut mir leid, aber ich muss leider los. Danke, ich Tim, ciao. Ich hab schon ein bisschen überzogen hier, sorry, tschüss. Tim Heinke, meine Damen und Herren. Johnny, wie geht's jetzt weiter mit der Schachkarriere? Streamst du weiter Schach auf deinem Twitch-Kanal? Wie läuft das da? Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass es mir, ich habe riesen Respekt vor Schach-Twitch-Streamern, weil ich finde das so hart. Ich bin einfach, normalerweise streame ich so 6-7 Stunden und wenn ich Schach streame, bin ich ja nach 2,5. Also gerade denke ich mir, ich hätte gern ein Beatmungsgerät und einen Masseur so, weil ich bin einfach komplett dead. Und als ich eben gehört habe, 7 Tage Schachturnier, danach muss ich in die Reha. Also ich habe da echt Probleme noch mit. Und vor allem auch, weil ich finde, für einen Stream sind halt 10-Minuten-Runden sehr attraktiv. In 10-Minuten-Runden ist aber am Ende immer absolutes Gehirnversagen bei mir. Und 15 Minuten Runden sind ein bisschen slow. Deswegen hoffe ich einfach, der ein oder andere Influencer, wenn er Bock hat, oder auch mehr von euch, oder hier noch mal die Gelegenheit, super gerne. Habt da richtig Bock drauf. Aber da muss man dann halt eben schauen. Und ja, ihr merkt schon, der Raum wird gestürmt. Aber ja, das ist genau der Plan. Und ich muss sagen, ich finde es super geil, dass es hier die Möglichkeit gibt. Und ich freue mich. Das Schöne ist, ich habe mit Maxim darüber lang geredet. Vielleicht wisst ihr das gar nicht. Deswegen einmal das Lob natürlich auch direkt an dich. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf, gleich zu hören, was ihr über das Spiel sagt. Und Maxim, müsst ihr euch vorstellen, nach jedem Zugzwang rennt er zum PC und hört sich erstmal an, was ihr gesagt habt. Es ist so ein massiver Mehrwert. Und das finde ich irgendwie super cool. Der tut richtig viel für die Schach-Community in Deutschland. Und ich kann jetzt sagen, in diesen 30 Tagen ist kein Name öfter gefallen als deiner. Also Chapeau dafür. Vielen, vielen Dank, das freut mich. Ey, liebe Grüße an Maxim und nach Spandau. Wir als Hamburger drücken natürlich bei all diesen Konflikten trotzdem Hamburg sowas von die Daumen. Ich muss gestehen, wenn du gleich dir die Sendung anguckst, wir haben viel über andere Sachen geredet, was aber auch an deiner Dominanz lag, jetzt wo Tim weg ist. Wir dachten, dass die Partien zwischendurch schon so entschieden waren, dass wir dann anderen Quatsch geredet haben. War auf jeden Fall eine sehr starke Leistung. Wo können wir dir folgen auf Twitch, YouTube, dies, das, jenes, um hier die Schachabenteuer zu Überall / APG Just Johnny. Überall, sei es jetzt Twitch oder YouTube oder von mir auch aus Instagram, wenn ich genug von diesen Heimratsecken bekommen kann. Ne? Sie gibt es auch auf mehreren Fotos verewigt. Aber ja, ich freue mich über jeden, der einschaltet, gerade wenn Schach ist. Ist, glaube ich, immer noch eine kleine Nische, aber sie wird immer größer. Und ich freue mich, wenn ich da meinen Beitrag leisten kann. Alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall, Johnny. Wir sehen uns hier bestimmt in irgendeiner Form mal wieder. Rasmus, wie ist bei dir Social Media? Findest du überhaupt statt auf Social Media? Du hast kein Twitter, Instagram. Wo bist du? Ich bin nicht wirklich existent. Also ich sollte mir vielleicht mal Twitter zumindest holen. Das sollte schon das Mindeste sein, aber im Moment bin ich halt nicht wirklich existent auf Social Media, leider. Wenn ich jetzt Turnierveranstalter bin oder Sponsor oder was auch immer, sag hier, ich will Rasmus zu meinem Turnier einladen. Wie komme ich an dich ran? Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also schreibt mir, so, Leute, ich schicke das weiter. Ich schicke das weiter. Aber irgendwie kommen die Leute vielleicht an meine E-Mail ran oder so. Aber ich hau die raus. Sagt mir Bescheid. Auf jeden Fall. Rasmus, vielen Dank. Ich drücke die Daumen. Ich freue mich sehr, dass es hier mit World Cup geklappt hat. Ich hoffe, wir sehen dich da weit kommen. Natürlich hier auch im deutschen Nationaltrikot in Zukunft. Checkt Rasmus Zwane, einer der stärksten Spieler, die wir haben da draußen. Das war's für heute mit Lach- und Schachgeschichten. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank an Tim, an Johnny, an Rasmus, an Fabian Krane, der das hier wie immer alles organisiert hat. Und bis zum nächsten Mal.